So, meine Freunde, Bastelkeller. Ja, ich habe hier einfach jetzt mal so ein bisschen angefangen. Ich habe mich erstmal ein bisschen schlau gemacht mit den Brackets hier. Das sind ja die zwei Brackets, die dabei sind. Ja, also, man nimmt sich dann erstmal den Radiator. Und ob das jetzt ein 240er ist, ob das ein 360er ist, ja, ein 280er. Und dann legt man erstmal diese Schiene an hier. Und dann muss man erstmal gucken, ich habe jetzt hier einen 360er. Ja, und dann muss man hier natürlich dann die Lüfter drauf machen. Da müssen wir natürlich gucken, wo wir die Kabel dann am besten verlegen, weil das Ganze kommt hier rein. Ich würde sagen, hier vorbei geht schlecht, da haben wir keine Durchführung. Mit die Kabel hier an der Seite runter machen, ist auch irgendwie, ja, das ist jetzt so ein bisschen ein Problem, weil ich würde sagen, wir machen sie mal so zur Seite. Ich mache jetzt erstmal nur einen Lüfter drauf. Ich wollte nämlich erstmal gucken, wie das Ganze so ein bisschen aussieht. Ja, das heißt, wir brauchen hier 30 mm Schrauben, die sind ja beim Radiator dabei. Ja, wollte ich mal gucken, wie das Ganze funktioniert hier. Ah, jetzt sieht die Welt schon anders aus, ne? So. Man muss nämlich dann auch das Fenster drehen. Also hier dieses Seitenteil muss man dann auch drehen, ne? Also, habe ich nämlich erst gedacht, wie soll das funktionieren? Dann hängen die Lüfter ja gegen die Glasscheibe. Und können gar keine richtige Luft ziehen. So, jetzt mal gucken, ob ich hier noch irgendwo eine 30er als Ersatz drin habe. Ich glaube hier. Habe ich eine falsche Schraube da. Hat sich da drunter gemischt. So. So feste, zwei Fingertechnik. So, dann haben wir den ersten Lüfter schon drauf. Ja, und das Bracket soll jetzt praktisch hier so reinkommen. So. So, meine Freunde, ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das ein kleines bisschen geändert kriegen hier mit diesem Bracket, mit diesen zwei Schrauben. So, das heißt, wir müssen die Schrauben hier noch mal lösen. So. Ich glaube, die müssen wir ganz raus, ne? Ja, ich glaube, die müssen ganz raus. Das nützt ja nichts. Ja, kann man die hier schon mal nehmen. Weil die Schraube muss jetzt hier unten da rein, ne? Und warte, wie war es jetzt? Da rein, ne, da rein. Und dann sollen die praktisch nur in den Gummis reingesteckt werden und von oben nochmal verschraubt. So, also fest eingeschraubt habe ich sie jetzt. Gucken wir mal. So, dann können wir das nämlich bis oben schieben und müsste das eigentlich wieder passen mit den Schrauben. Wir wollen mal gucken. Na? Ja, das passt. So, jetzt drücke ich die nach oben. So. Die hier noch mal lösen. So, jetzt drehen wir hier auch die Schraube rein. Na, die geht was leichter sogar. So. Oder jetzt mal gucken, ob man das nicht so hinkriegen, wie die das möchten. So, dann haben wir die jetzt auch.
schiebe die jetzt praktisch unten gegen den Radiator. So. Das ist das oben ja auf jeden Fall passen. Ich möchte nämlich natürlich auch Push-Pull machen. Ja. Weil hier ist Platz genug. Ne? Bietet sich ja eigentlich jetzt dafür an. So. Ich muss nur noch gucken, wie ich das mit den Kabeln mache. Dass ich das jetzt, soll man das so hier? Oh, das ging aus der Beschreibung nicht her. Seht ihr? Die und die. Da, die zwei müssen es sein. Ne? So, jetzt müsste das eigentlich hier auch genauestens auf die Löcher passen. Einmal da und einmal da. Sehr gut. Ja. Jetzt sieht das Ganze ein wenig besser aus. Jetzt gucken wir mal hier oben. Wo sind wir hier oben? Da sind wir nämlich hier mit dem Loch. So. Schwer da rein. Die geht so schwer. Ich glaube, die sind gar nicht dafür. Das sind andere Schrauben hier. Auch alles eine Marke hier. So. Probieren wir die mal hier rein zu drehen. Ah, das geht schon besser. Ja. So, dann muss ich nur gucken. Jetzt. Ja. Jetzt habe ich die richtigen Löcher. Ja, das sieht gerade aus. Ja, das sieht so gerade aus. Seht ihr? Ja, und von der Seite auch. Ja, sehr schön. Jetzt ist das Ding hier richtig fest. Ja, ja. Ne? Wie gesagt, man könnte jetzt sogar von unten festgeschraubt haben, aber es soll ja so laut Anleitung, aber die ist auch sehr schön, ist auch ganz noch entkoppelt, auch nochmal. Ja, also das hält. Ne? Und die Lüfter, die passen auch, die haben wir so auch, die liegen etwas zurück. Das passt sehr schön. Und die Kabel, die können wir dann hier runterlegen, weil die Glasscheibe kommt ja jetzt praktisch andersrum drauf. Ne? Also ihr, ne? Vorher war die ja so drauf, wir das Gehäuse bekommen haben. Und da habe ich ja schon gedacht, das kann ja so nicht aussehen. Ne? Da zieht der Lüfter doch keine Luft. Nein, nein. Dann dreht ihr das jetzt einfach, oder ich drehe das jetzt einfach dann rum. Und jetzt haben wir das dahinter. Und guck mal, die Kabel, die verschwinden hier. Die sehen wir nachher nicht. Ne? Und jetzt kann der Lüfter hier natürlich richtig schön Frischluft saugen und dann hier durch, zack. Ja. Ne? Und hier kommen dann auch noch drei Stück drauf, weil wir haben ja Platz hier auf jeden Fall. Und Grafikkarte, die hängt ja dann hier. Und den Ausgleichsbehälter, ja, da war ich jetzt gerade noch am Überlegen, den würde ich eigentlich gerne dann hier
irgendwo hier an der Glasseite setzen, damit man den auch sieht. Doch, das halt besser. Also ich finde es besser. Na? Dann können wir die hier schön verlegen, die Kabel hier schön verlegen. Ja, die Lüfter schön von der Seite. Und wir sehen dann da noch ein bisschen von der Grafikkarte. Na, also ihr seht jetzt die Seite hier. Ja. Kommen dann hier noch die zwei Lüfter dran und hier kommt die, ist jetzt ja die Glasscheibe. Und dann sehen wir da noch schön was von der Grafikkarte. So. Ja. Müssen wir einfach mal gucken, wie es aussieht. Weil ich wüsste sonst nicht, der 360er. Gut, eine 240er, der würde hier unten passen. Und 240er würde auch hier oben passen. Ne, da müsste man auch vielleicht mit zwei Radiatoren dann arbeiten. Ne, aber ich wollte es eigentlich so haben. Ne? Gut, wenn das natürlich jetzt hier nicht wäre, der Radiator, dann hast du natürlich viel mehr Einblick. Dann siehst du natürlich viel mehr. Ja, dann müsste ich aber hier noch zwei Radiatoren neue bestellen. 2x240 ging auch. Ja, dann haben wir oben ein paar Lüfter, wir haben hier unten dann ein paar Lüfter. Ja, dann haben wir eine Fläche mehr sogar wie ein 360er. Ja. Aber ganz ehrlich, nee, das lasse ich nee. Nö, das machen wir nicht. Ich glaube, wir lassen das erst. Wir werden das so machen, ja. Vor allen Dingen komme ich mit den Anschlüssen super hin. Und jetzt könnte man dann hingehen und die Platte hier komplett raus. So. Jetzt komplett raus und hier unten kommt dann praktisch die Pumpeneinheit drauf. Ja, müsste eigentlich dann ein Zweifel, ein bisschen Staub, das müsste dann passen. Dann würde die Pumpeneinheit hier stehen. Guckt aber dann hier rein, hier ist natürlich dann alles offen. Ah, Kinder, nee, das gefällt mir aber auch nicht. Dann ist das hier alles offen hier, da siehst du die ganzen Kabel vom Netzteil. Das Netzteil wird ja hier reingeschoben, dann hast du hier die ganzen Kabel, die müssen ja hier irgendwie zum Bord hin. Nee, das gefällt mir aber auch nicht. Also, das ist ja... Nee, nicht wirklich. Nee, also... Nee, das muss zubleiben. Also das gefällt mir sonst nicht. Ja, nee. Ja, einfach so hier vorne hin. Zack. Auf das Blech. Dann hat man so direkt hier vorne stehen. So, da wird es ja gut stehen. Da könnte ich dann auch entscheiden, dass die Anschlüsse zur Seite gehen, hier zu der Seite. Man könnte auch noch ein bisschen nach da. So, könnte man auch. Genau. So. Ja, und dann die Anschlüsse nach hier. Dann hat man hier den Radiator hängen. Ja, dann kannst du nach da gehen und von der CPU nach hier gehen, nach da gehen. Also das wäre ja... eigentlich optimal. Ja, da müsste ich mir das was anzeichnen und da vier Löcher machen und dann kann ich dann diese Entkopplungsgummis hier, ne, die kann ich dann hier reinstecken von unten dann mit den Muttern und da kann ich dann meine Pumpe draufsetzen. Dann steht die praktisch richtig schön frei in diesen Gummiteilen hier, ist schön entkoppelt, alles gut. Ja, dann nehme ich mir gleich einen Stift und dann zeichne ich mir das hier so ein bisschen an. Das heißt, wir nehmen die Platte nochmal raus jetzt.
machen. So. Weil wir haben ja auch von der Höhe her hier Platz genug. Guck mal hier, was hier für ein Riesenteil hin kann. Wenn ich die jetzt hier unten versenken würde, ja, dann steht der ja nur bis hier vorne raus. Das sieht doch auch nicht aus. Und dann die ganzen Kabelei und nee, also das ist nicht, das ist nix. Nee, nee. Wir machen jetzt hier, ich zeichne mir das jetzt hier an. Ich muss jetzt nur gucken, wo war jetzt das Loch? Da war das Loch für da. Ich wollte so ein bisschen davor bleiben. Genau, so. Ja, dann zeichne ich mir das hier an. So. Ja, ich zeige euch das mal. Ja, ein bisschen näher gucken. Ja, ich lege mir jetzt das da drauf. Zeichne mir das jetzt hier mit einem schönen feinen Stift so ein bisschen an, dass ich da genau die Löcher mache. Und dann kann ich da die Pumpe draufsetzen und fertig. Ja, das muss jetzt nur eben hier schön einer festhalten und einer zeichnen. Soll ja auch ein bisschen gerade sein. So, mal gucken, wo habe ich den Stift? So, ja, ja, jetzt habe ich doch hier eine viel bessere Schablone. Die brauche ich jetzt nur auflegen. So, jetzt gucken wir mal, wie es geworden wäre. Boah, bin ich gut. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das ist wirklich wieder mal Augenmaß nach. Ja, kleiner Millimeter, der wäre hier ein klein bisschen, aber gut, jetzt male ich hier mal richtig an. So, 1, 2. Drei. Vier. So. Jetzt habe ich die vier Löcher. So. Die bohren wir jetzt hier durch und dann gucken wir mal. Und dann müsste man eigentlich die Pumpeneinheit, also das AGB hier schön drauf kriegen. Ja. So, meine Freunde, Löcher fertig. Alkohol habe ich jetzt gerade gebraucht. Da kann man den Stift damit abwaschen. Dann hat man da keine Rückstände. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste man eigentlich hier die Gummifüße drauf. Die Mutter, man könnte jetzt noch ein Unterlegscheibchen drunter machen, aber die Löcher habe ich jetzt so gut, also nicht zu groß gemacht. So, müsste eigentlich so reichen. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, und Pumpe, weiß nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe, ne, muss ich eine neue bestellen, weil die Defekte, das dauerte ja viel zu lang, bis 6 Wochen soll ich warten. Ja. Das war mir dann doch zu lang. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich hier, oh, habe ich jetzt doch irgendwie schief gehalten? Jetzt habe ich aber wirklich schief gehalten, oder? Nö, sieht eigentlich nicht so aus. Eigentlich sieht gut aus. Ja. Gucken wir mal. Wir holen mal. Ich glaube, das sieht durch die eine Schraube da so ein bisschen komisch aus. So, dann gucken wir mal, wo habe ich überhaupt die ganzen Pumpensachen. Hier ist es. Das ist ja diese Ultitube, ne, von Aquacomputer.
Und ich bin da sehr zufrieden mit. So, jetzt gucken wir mal. Ah, fantastisch. Ja, das passt. So, mal die Kamera wieder aus. So, also ich mache jetzt praktisch hier noch Mütterchen drauf, damit wir ein bisschen höher kommen, damit ich mit der Pumpe nachher hinkomme. Also ich bin jetzt am Überlegen, das wäre jetzt so fast schon maximal. Ne? Also das dürfte die Pumpe unten rausgucken. So, meine Freunde, ja, guckt mal, neue Pumpe. Ja, aber nicht ersetzt, die habe ich jetzt wieder bestellt, die habe ich neu gekauft. Das eine, die dauert also 6 Wochen, bis zu 6 Wochen kann das dauern, bis ich da was vom Hersteller höre, ja. Ich habe mir eine neue bestellt, habe gedacht, komm, mein Gott, und zwar die Apex VPP. Bei Aquatuning habe ich mir die bestellt, die hat jetzt einen SATA-Anschluss und einen PWM-Anschluss. Ja? Also alles auch schön gesleeved, wunderschönes Kabel, ich finde das genial. Ja, dann muss man das nicht selber machen, denn die ältere Version, die hatte ja noch dieses rote und gelbe Kabel und ne, alles so bunt. Hier ein Molex-Anschluss, hier haben wir jetzt endlich einen SATA. Ja, also ich finde das schon ein bisschen besser. Und ja, wir wollen mal gucken, wie die Pumpe sich verhält, wie sie läuft. Ich habe sie schon mal reingedreht, ja. Dichtung war auch dabei, ja, Ersatzdichtung ist auch immer dabei, kein Problem. Aber ihr wisst ja, ich habe ja hier den Ultitube, ja, das heißt, hier können wir ja verschiedene Aufsätze drauf machen. Da gucken wir auch mal, wir werden den großen nehmen, ne, hier passt ja der große rein. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, ob wir mit dem Halter hinkommen hier. Ich habe jetzt schon mal hier alles soweit hingelegt. Ich bin der Meinung, wir müssten hinkommen. Ja, aber wie gesagt, ja, das sehen wir jetzt gleich erst. Warte, wie war das jetzt? Ja, genau. Einmal hier durch müssen wir ja. So. Und dann wird die ja hier hinten angeschraubt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal hier oben. So, in der Höhe. Oder etwas tiefer. Und wir nehmen natürlich etwas tiefer, damit wir mit dem Gehäuse jetzt hinkommen. Also ich will versuchen das jetzt erstmal und dann gucken wir gleich mal. Da sind so Distanzdinger dabei. Ja, die steckt man so drauf und jetzt kommt die hier drauf, die Pumpe, damit auch alles gerade ist. Ups. Ja. Hier kommt die kurze Schraube. Hier kommen die langen Schrauben. So, wo habe ich meinen... Hier ist mein Schrauber. So, jetzt gucken wir mal. Das passt schon mal. Das passt wunderbar sogar. Ja, da kann ich auch die Muttern, glaube ich, wieder wegnehmen. Ja, die könnt ihr ruhig gut festdrehen. Hm. Ja. Damit sie sich da nicht wieder lösen. So. Und ihr seht, guck mal hier, die ist ja hier fast bündig. Also das passt auf jeden Fall. Ne, darum, ich schraube jetzt hier mal die Muttern wieder runter. So. Ich werde wahrscheinlich auch jetzt direkt den großen Behälter drauf machen. Ne, wir müssen mal gucken, dass die Dichtung mit drin bleibt. So. Die obere Dichtung, die brauchen wir auch nachher wieder. So, da setzen wir nämlich hier direkt... Hier so noch ein bisschen Ablagerung ja, oder was vom Wasser kann man dann immer noch sauber machen. Ich hole mal den großen Behälter. So, müsste nämlich hier drin sein. Das Schöne ist, die kann man ja extra bestellen. Ja, das wisst ihr ja, glaube ich, mittlerweile. So, aber wie gesagt, das ist bisher so der beste Ausgleichsbehälter, den ich bis jetzt hatte. Ja, ne, ich hatte auch schon von Alpha Cool diesen Eisbecher und so weiter, wisst ihr ja auch alles. Aber ich bin der Meinung hier, weil es Glas ist. Guck mal, wie oft ich den jetzt schon verbaut habe. Und Glas, da kriegst du keine Kratzer rein. Ne? Da hast du nicht diesen Schlier oder dass der irgendwie mit der Zeit matt wird. Ja. Und ihr seht, der lässt sich immer wieder schön aufschrauben. Ich packe wohl immer zum Anschrauben hier an dem Ring, nicht an dem Glas unbedingt, ja. Und den könnt ihr auch gut festschrauben, ja.
Und das sieht doch jetzt ganz anders aus, ne? Also, ihr seht gar nichts, ne? Ich muss wieder zurück. Marsch, so. So, damit ihr jetzt auch was seht. So, das Kabel, das können wir, müsste eigentlich auch genau hinhauen, dass wir das hier an der Seite dann. So, na, komm schon. Ja, was stört jetzt? Doch, so ein bisschen das Kabel, glaube ich. Ne? Aber gut, wenn der festgeschraubt ist, dann geht's. Und jetzt schaut mal, das sieht doch ganz anders aus. Ne? Wenn ich jetzt rumdrehe, wenn der jetzt hier steht, ja, ne, dann hat man den direkt auch im Sichtfeld, kommen zwei LED-Ringe drauf. Ja, das wird schon richtig toll werden. Ja. Ne? So, ja, war der Rückruf für meine Tochter, die braucht ein neues Auto und ja, ne, von uns aus bis Bamberg, das sind schon ein paar Kilometer und wenn sie da am Wochenende nach Hause kommt, ja, dann muss das natürlich auch ein vernünftiges Auto sein. Ja. So, also, ja, ich würde sagen, wir machen die Muttern vielleicht doch drunter, weil hier dieses Anschlusskabel, ne, das ist jetzt ein bisschen zu hoch. Ja. Darum, bevor ich das hier so richtig nachher wegquetsche, ich gucke nochmal. Ja, also da würde ich dann doch wieder die Muttern drunter machen, dass wir da ein bisschen höher kommen. Ne? Dann haben wir ein bisschen mehr Luft für das Kabel, dann wird das nicht so weggeknickt hier. Ne? Ist vielleicht auch gar nicht so gut, wenn so ein Kabel hier so weggequetscht wird, obwohl hier noch so eine Sicherung ist ja. Aber da würde ich sagen, machen wir die Muttern wieder drunter. Ist ja jetzt nicht so tragisch. Ein paar Muttern haben wir ja da. So, meine Freunde. Ja, und wie testen wir jetzt die Pumpe? Ob die auch funktioniert, bevor wir hier alles verbauen? Ne? Ich mache mal gerade die Dichtung wieder rein. Also hier, ihr seht, die ist fest. Ne? Ja, also die schwingt auch schön hier auf den Gummis. Das soll auch so sein. Man nimmt sich einfach zwei günstige Anschlüsse und ein Stück Schlauch, ja, und das ist das Einfachste, so eine Pumpe dann einfach mal kurz durchzutesten und ein bisschen destilliertes Wasser am besten, ja, also da braucht ihr jetzt keine Zusätze reinmachen, ja, ihr macht einfach hier die zwei Anschlüsse drauf. Jetzt muss ich da den einen Anschluss mal abmachen, jetzt muss ich gucken, wo der Schlüssel ist, genau. So, dann machen wir hier den Stopfen erstmal ab. Ja, und da kann man dann so eine Pumpe am besten testen. Also wirklich zwei ganz normale Anschlüsse. Ja, wie gesagt, da müsst ihr auch jetzt nicht anknallen. Und dann macht ihr hier einfach ein Stück Schlauch drauf. Also, ja, Überwurfmutter machen wir schon drauf. So, ich habe jetzt hier so, also 1,50 Meter oder wer sich, kann auch ein kürzer, kann auch ein Stück kürzeres Schlauch sein. Also müsst jetzt nicht hier so ein langes Stück haben nehmen wie ich. Ja, kann aber kürzer sein. Ne? So, und dann macht er einfach hier ein Stück Schlauch drauf, damit wir hier einen Kreislauf haben. Weil so eine Pumpe trocken laufen lassen sollte man wirklich nicht machen. Ne? Davon kann die dann wirklich auch kaputt gehen. So, jetzt haben wir hier ein Stück Schlauch drauf und dann machen wir jetzt hier einfach destilliertes Wasser rein und geben dann hier auf den SATA mal Strom. Dann läuft die zwar mit 12 Volt, aber das ist ja egal jetzt. Wir wollen ja nur mal testen, ob sie auch funktioniert. Läuft die Pumpe und dann kann ich weitermachen. Dafür brauchen wir aber jetzt eine Laborflasche, die kriege ich hier mit dem Kanister nicht rein. Also ihr seht, das ganz normale ist hier destilliertes Wasser aus dem Baumarkt. Kriegt man dafür 1,50 Euro, vielleicht mittlerweile 2 Euro, ich weiß es nicht, was es mittlerweile kostet. Ich habe noch genug hier und ja, ne, also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie... Jetzt werden wahrscheinlich wieder viele fragen, muss das destilliert, das kann das auch Leitungswasser sein. Ja, Leitungswasser ist immer schlecht, weil Kalk drin, kalkhaltig und da müsst ihr nachher wieder doch irgendwie durchspülen. Ne? Also Leitungswasser ist immer schlecht. Ja? Darum
empfehle ich euch, wenn ihr Wasserkühlung machen wollt. Ja, macht bitte destilliertes Wasser. So, und dann kann man auch direkt schon mal gucken, ob die Pumpe soweit dicht ist. Ja. Da sind wir ganz gut hier. Das müsste eigentlich schon reichen. Ein bisschen ausklopfen. Sonst tropft mir das alles wieder hier auf den Tisch. Zu spät, ist schon drauf. Mal gut, dass es genug Küchenrollen gibt. So. Und ja, legen wir jetzt erstmal dahin. Naja, man kann die so viel ausschütteln, wie man will. So eine Flasche, der letzte Tropfen geht meistens immer hier auf den Tisch irgendwie. So, jetzt haben wir die praktisch schon ein bisschen befüllt. Ja, also wirklich ganz einfach. Und dann hier, ne, müsst ihr gucken, entweder nehmt ihr euer Netzteil und habt dann so einen Stecker, dass ihr das wirklich mit Strom versorgen könnt. Oder ihr habt ein extra Netzteil noch, wie ich das hier habe. So, und jetzt gebe ich hier einfach Strom drauf. Ja, und schon. Wahnsinn. Pumpe läuft. Ne? Guck mal, was die. Hoho, die hat aber einen Power. Guck mal, was die bei 12 Volt hier umsetzt. Und was merkt ihr? Unheimlich leise für 12 Volt. Ja, die ist wirklich leise, ne? Also die läuft mit 12 Volt. Guck mal, was da ein Sprudel, was das, also was die hier durchfeuert. Ja, herrlich. Wunderbar. Klasse, ne? Haben wir die auch schon getestet und wissen, aha, die Pumpe funktioniert. Ich könnte jetzt auch hier den 12 Volt dran machen. Mal gucken, ob ich bis dahin komme. Müsste ich das Gehäuse ein bisschen nach hier ziehen. Und damit wissen wir auch, dass der PWM funktioniert. Seht ihr? Läuft jetzt mit 20%. Läuft noch mit 2540 Umdrehungen. Ja. Und die hört man jetzt gar nicht. Außer mein Magen hört man. Da hört man nichts. Wahnsinn. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, die läuft mit 2548 Umdrehungen. Ich sehe das da vorne an meinem Aquero. Da, seht ihr da hinten? Da. Und ja, Wahnsinn. Ja, wenn ich jetzt den PWM wieder rausnehme, dann läuft sie wieder mit 12 Volt. Ja, also funktioniert. Das ist schon mal gut. Jawohl, dann können wir hier Strom abmachen. Das heißt, wir können weitermachen. Pumpe funktioniert also. Das ist schon mal die halbe Miete, kann man sagen. Ne? So. Ja, und wie kriegen wir jetzt das Wasser wieder raus? Ja, entweder habt ihr so eine Spritze, wo es mit rausholt, ja, was ich ja auch schon oft gemacht habe. Hoppala. Das heißt, so eine, ja, ganz normale Spritze. Oder ihr bestellt euch bei Amazon so eine richtig fette Spritze, die habe ich auch da. Ne? Oder ihr zieht es irgendwie ab, ja, oder mit der Laborflasche hier rein, das ist aber zu kurz, ne? Das tut es nicht. Also, da müsst ihr euch gucken. Ja. Da müsst ihr euch was überlegen, wie ihr es am besten macht. Ja, also wie gesagt, ich habe da so eine große Spritze. Wo ist sie? Mal gucken, was ich habe. Im letzten Mal habe ich sie nicht weggetan. Ach, die habe ich. Kiste. So. Habe ich extra hier hinten reingelegt.
die Hardcubes drin waren. So. Hier. Also, nein, das ist so eine ganz kleine, die ich hier habe. Ja, da gehe ich dann hier einfach rein und ziehe dann hier einfach das Wasser raus. Ja, also ich kann hier bis in einem halben Liter kann ich hier rausziehen. So. Ups. Und dann habe ich hier unten so einen Behälter. Da kommt es dann weg. So. So, da haben wir das schon wieder da raus und den Rest kann man jetzt. Da gibt es eben hier so kleine Plastikbecher, Eisbecher, keine Ahnung. Ja, da könnt ihr hier einfach den Anschluss abmachen und dann da drunter setzen. Ja, und dann könnt ihr den Rest hier in so einem Becher laufen lassen. Ja, und schon ist das Ding dann wieder leer und ja. Jetzt hebe ich den Schlauch was an hier. Und dann kann es da rauslaufen. Und jetzt mache ich gleich den zweiten Anschluss auch noch ab. Und dann kann das alles hier in den Becher laufen. So, damit haben wir den Schlauch wieder leer. So. Dann kann der auch wieder weg. Zack. So. Die zwei Anschlüsse können wir dann gleich auch abdrehen. Ich mache noch ein bisschen Küchenrolle drunter. Hat sowieso ein bisschen was getropft hier. So. Ja. Ja, ich muss das nicht verwahren. Ne, somit ist die überhaupt jetzt auch mal ein bisschen wieder ausgespült hier. Die Pumpe. Ne, man kann die Anschlüsse drauf lassen, weil sonst tropft immer noch ein bisschen mehr runter. Oder ihr habt Stopfen da und könnt jetzt da ein paar Stopfen drauf drehen. Könnt ihr auch machen. Ne, ich weiß ja auch noch nicht, wie ich die einzelnen Dichtung ist hier wieder rausgekommen. Ne? Wie ich die Anschlüsse mache, ob ich den Deckel nutze. Ich habe ja den Deckel, wo ich auch hier oben einen Anschluss reinmachen kann mit dem Steigröhrchen. Oder nutze ich hier die zwei Anschlüsse wieder für die Wasserkühlung. Da muss ich jetzt mal gucken. So, meine Freunde. Ja, ihr seht, ich habe die Pumpe schon mal fertig. Auch das Kabel alles verlegt. Ne, wie gesagt, ich habe das dann wirklich hier mit so Kabelbinder schon festgelegt. Klar, sieht man sieht es immer irgendwo. Ganz kann man es nicht vermeiden. Man hätte jetzt hier vielleicht ein größeres Loch bohren können. Die Kabel direkt hier unten rein. Ne, aber ich will jetzt nicht so viel hier dran rumbohren. Ja, ihr könnt das machen. Ja, weil bei euch steht so ein Teil ja länger. Bei mir ja, geht es ja immer weiter. Ja, darum will ich nicht zu viel Löcher machen und so weiter. Ja, darum geht es mir. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch gemacht. Hätte ich hier einfach in der Ecke nochmal ein größeres Loch, dass das Kabel praktisch direkt hier runter geht. Ne? Und ja, hier seht ihr, ich habe jetzt keinen Push-Pull gemacht erstmal, weil ich hatte ja vergessen, hier kommt ja die Grafikkarte hin. Die hat drei Slots. Ne? Die hängt ja dann hier in der Richtung. Ja? Darum wollte ich erstmal gucken, wenn nachher die Grafikkarte drin ist. Wenn wir Platz haben, ja, hat man hier schnell noch drei Lüfter dran gemacht. Ist gar kein Problem. Guck mal, was ich gefunden habe. Ja, den habe ich auch schon. Weiß ich nicht, mein Vater, glaube ich schon. Also kleiner Schlumpf mit Wasserbrunnen, ja. Und ja, so sieht es jetzt von der Seite aus. Wie gesagt, hier kommt ja jetzt das Mesh. Ja, also ich kann es euch nochmal zeigen. Schon mal im Vorfeld. Damit ihr seht, wie das dann ungefähr werden wird. Also da sieht man dann doch nicht so viel. Also nur hier, klar, hier ist noch Folie drauf. Ne? Nicht denken, das sieht ja irgendwie matt aus. Hier ist doch die Folie drauf. Ja? Die ziehe ich nachher. Dann sieht man aber hier praktisch dann die Grafikkarte, die Lüfter der Grafikkarte. Ne? Ist auch nicht verkehrt. Ne? Ja,
Klar sieht man dann auch hier die Kabel durch. Ne? Vielleicht mache ich hier später noch was davor, damit man dann hier nicht die Kabel alle sieht. Ne? Muss ich mal gucken. Aber da findet man auch eine Möglichkeit, da was zu machen. Und ja, so sieht es bis jetzt aus. Und ich hatte jetzt schon hier den Heißluftföhn hingestellt, weil ich wollte hier schon mal die erste Biegung machen. Und zwar vom Radiator hier in den Deckel rein. Und da wollte ich nämlich mal gucken, dass ich den dann hier praktisch so ein bisschen rüber halte, dass das hier genau so passt wie hier. Ein so ein Rohr hier rüber lege, dann ist das auch schon mal ein bisschen, der hält zwar, das seht ihr ja, aber wenn ich jetzt hier das Rohr dran mache, dann hat das noch ein bisschen mehr Stabilität. Darum machen wir da erstmal die erste Verbindung, weil ich hatte mir ja auch neue Rohre bestellt. Ja, wie gesagt, die neuen Rohre habe ich mir immer wieder bei Bisky, ne, das ist PETG. Kostet so ein Rohr 2,99 Euro, ist auch sehr preiswert. Ja. Ne, 10 Stück habe ich mir kommen lassen wieder. Ne, kann man immer brauchen, also ich brauche ja immer. Ne, darum bestellt euch genug. Ja, man versemmelt schon mal ein, zwei Rohre, ja, da ärgert man sich immer wieder. Ne, und den Silikonschlauch nicht vergessen, ne, zum Biegen. Ja, und Anschlüsse, wie gesagt, sind auch von Bisky. Das sind die V3-Anschlüsse. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe die jetzt in Silber. Ich hätte sie eigentlich gerne in Rot gehabt. Aber auch da wieder neues Geld ausgeben, weil so ein Anschluss, der kostet doch, glaube ich, mittlerweile über 4 Euro oder so. Ja, da sind dann wieder 50 Euro. Neue Pumpe habe ich schon gekauft. Neuer Radiator. Ihr seht, das ist ganz neuer. Ne? Also auch wieder, weil den einen habe ich kaputt gemacht. Ja, der ist mir ja gefallen hier drauf. War also ein Loch drin. Ne? Da müsst ihr also auch aufpassen, wenn euch sowas passiert. Testet den vorher, ne, ob der noch dicht ist. Meiner war nicht mehr dicht und kann man zwar löten, aber ja, ich habe dann gedacht, Kalle, komm, machst einen neuen drauf. Ja, waren auch im Angebot. Ich glaube, ich habe jetzt so um die 70 Euro bezahlt, etwas über 70 Euro mit Porto. Ja, aber dafür ein 360er mit 30 mm, also das ist schon ein guter, muss ich wirklich dazu sagen. Das ist der, hier habe ich den Karton noch liegen. Gucken wir einfach mal. Das ist der sogenannte, na, geh mal zu jetzt, na, Nexos ST30 Full Copper Radiator 360. Also der war jetzt etwas über 70 Euro mit Porto. Hier sind alle Schrauben dabei, lange, kurze und so weiter. Also für mich mit einer der besten Radiatoren. Ich kriege da kein Geld für, wenn ich das sage. Ne, da habe ich auch nichts gestellt bekommen bis jetzt. Also ganz ehrlich, bis jetzt alles, was Wasserkühlung betrifft, auch gekauft. Auch die Pumpe, ja, war ja auch von Aquatuning, auch da habe ich mein Geld bezahlt. Mit der Flüssigkeit in Weiß, ne, wir machen wieder weiße Flüssigkeit, die von EK, die gibt es da nämlich auch. Ja, und wie gesagt, die Anschlüsse hier sind für mich einer der besten Anschlüsse. Ja, ne, man kann die Rohre ziemlich genau machen, man hat ein bisschen Luft, immer noch ein bisschen was auszugleichen. Also für mich ganz top. Top, top, top. So, ja, also, dann kommt hier oben also schon mal der Anschluss rein. So, drehen wir den schon mal hier fest. Wie gesagt, ich mache das alles mit den Fingern. Ich mache keine Zange oder sonst irgendwas. Ja, also das wird alles nur handfest hier angezogen. Ne? In den Radiator müssen wir auch noch einen. So. Ups. Ich glaube, ich muss bald irgendwann mal die Dichtungen wechseln, weil ich habe die jetzt schon so oft gebraucht. Na, dann sollte man dann irgendwann die Dichtungen wechseln. So. Dann haben wir das auch. Jetzt gucke ich mal, ob wir überhaupt hinkommen hier. Oh, das passt sehr gut sogar. Ja, das passt gut. Ja, machen wir einfach nur gerade und dann einen Winkel dran machen. Also muss hier der Winkel. Also man nimmt sich dann das Rohr. Ne, zeige es noch mal jetzt schön langsam und genau. Das heißt, ich hole auch doch schnell den Silikonschlauch. Den habe ich nämlich jetzt auch nicht hier. Mal gucken.
50 Stück, haben wir auch 90 Stück da. Ja, weil meiner ist schon mal vom Ziehen übergerissen, also in zwei Teile gebrochen, ja, weil ich zu stark gezogen habe. Ja, also, und wichtig ist, die muss man natürlich nass machen. Das heißt, man braucht am besten destilliertes Wasser. Eigentlich habe ich noch einen Kanister irgendwo da. Jetzt mal gucken. Das hier mal reicht zum Nassmachen. Ja, müsste reichen. Also den Schlauch schön in kaltes Wasser. Dann schieben wir den hier rein. So. Ja. Lass ich ruhig ein Stückchen rausstehen, das gucke ich mal. Jetzt lasse ich den hier was länger. Dann machen wir hier die Biegung, da kommen wir gut zurecht. Ja, den Heißluftföhn, ich mache den auf Stufe 1. Ja, manche sagen, man müsste auf Stufe 2 ist besser, weil er schneller erhitzt. Ne? Ich lasse den immer ein bisschen schon mal laufen. Also ich mache das gerne auf Stufe 1. So, und dann machen wir den schön warm. Ruhig ein bisschen hin und her und drehen und rauf und runter, ziemlich hoch der Abstand, ja. Und ein bisschen konzentriert sein. Ja, ihr merkt dann, irgendwann wird der weich und dann kann man den auch biegen. Ja. Ja, manche sagen in einem Ruck. Ja, ich gucke immer, wenn er soweit ist, so, jetzt müsste er eigentlich soweit sein, dass der weich ist und dann einmal rum, zack. Dann guckt er 90 Grad. Gibt auch so Biegehilfen, klar, logisch, könnt ihr auch nehmen. Ja, ich guck meistens, ich habe das so ein bisschen, hat man das im Auge, ungefähr die 90 Grad und das haut meistens bei mir hin. Ja. Aber ihr könnt euch gerne so Biegehilfen, die sind auch gar nicht so teuer, ja, die kann man sich damit dazu bestellen. So, machen wir den Föhn mal aus. Wichtig ist, bei so einem Föhn müsst ihr aufpassen, der ist unheimlich heiß, ne? Und ihr seht, hier sind meine 90 Grad, ne? Also das ist, wenn ich das hier dran halte, ja, fast hundertprozentig, ja. Also das ist wirklich sehr gut. So, setzen wir den Föhn schön auf Seite. Weil beim letzten Mal habe ich mich schon daran verbrannt. So, ja, und wenn das dann abgekühlt ist, dann ist das auch fest. Dann könnt ihr den Schlauch einfach rausziehen. Ne? Könnt ihr den wieder ins Wasser. So, für die nächste Biegung. So, und jetzt haben wir ja praktisch hier, die Biegung ist ja viel zu lang. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt hier erstmal kürzen. Und das Schöne ist bei PETG, wir können das mit einer sogenannten Schlauchschere, können wir das machen. Das haben viele mittlerweile schon bei mir gesehen. Ja, also das kann man wirklich wunderschön machen hier. Jetzt muss ich mal gucken, was für ein Stück ab muss. Ja, da muss ich schon ein gutes Stückchen ab. Ja, manche zeichnen sich das auch direkt an. Ein Stückchen könnte man jetzt brauchen für eine Grafikkartenstütze oder so. Ne? So. Gucken wir mal. Ja, muss noch ein Stückchen. Das Schöne ist, das kann man so schön abschneiden. Ja, da braucht man nichts sägen. Da muss noch ein Stück. Ja, da kann man auch ganz feine, kleine Stücke abschneiden. Ja, da muss man auch nicht jetzt einen Entgrater, weil viele sagen dann noch, man muss das ja entgraten. Ja, bei Acryl, ja. Hier bei PETG mit den Anschlüssen hier habe ich das noch nie gemacht. Hier noch nie einen Entgrater benutzt. Weil das ist so sauber abgeschnitten hier. Ja. Also besser geht es, glaube ich, gar nicht. Ne? So, jetzt haben wir natürlich hier auch zu lang. Das heißt, muss ich jetzt hier mal gucken, wie weit muss ich hier runternehmen. Das heißt, ungefähr hier schon mal abschneiden. Ne, und lieber ein bisschen zu lang lassen, ja, immer bevor ihr nachher zu viel abschneidet, und dann könnt ihr dann das Rohr wegschmeißen. Ne? Also dann müsst ihr das neu machen. Darum immer lieber kleine Stückchen für Stückchen sich rantasten. Ne? Geht noch ein Stückchen.
So, jetzt sind wir da noch zu lang. Hier auch noch ein Stückchen. So. Und schon sind wir da. Da liegen wir auch direkt unter dem Ding. Das heißt, ich gucke jetzt nochmal hier drunter. Das heißt, ich müsste, glaube ich, sogar noch ein Stückchen hier abnehmen. Ja. Das heißt, auf der Seite noch ein kleines Stückchen ab. Mal gut, dass alles nach unten fällt. So, jetzt. Ja, jetzt bin ich genau richtig. Ja. Dann habe ich das Rohr. Weiß nicht, ob ihr das seht. Ne? Zeige ich auch gleich mal. Gebe ich das mal an. Ja, das heißt, das Rohr ist fertig. Wir machen jetzt hier die Überwurfmuttern. Die große Dichtung. Schön bündig. Ja, und wie gesagt, ich brauche jetzt nichts mit Entgrater oder sonst irgendwas, weil es ist so sauber. Ja, jetzt wird das einfach hier mit den Dichtungen schön rein. Dann kommen die Überwurfmuttern. So, ich zeige es euch nochmal. So, dann haben wir hier einmal fest. Jetzt machen wir das Ganze hier auf der anderen Seite vom Radiator fest. Ja, und immer gucken, dass ihr die gerade drauf dreht. Das ist Aluminium. Ja, wenn ihr die einmal schief macht, dann habt ihr das Gewinde je nachdem kaputt. Und die könnt ihr auch ruhig fest, so fest wie ihr könnt, mit den Fingern andrehen. Ne? So, und dann haben wir hier schon die erste Verbindung. Ich zeige euch jetzt mal. Jetzt ist auch das die Pumpe fest, ne? Seht ihr da oben? Jetzt können wir es komplett sehen. Ne? Ist auch schön aus dem Sichtbild. Das heißt, man sieht hier oben erstmal gar nichts, wenn die Scheibe davor ist. Ne? Man sieht hier nur, dass das Wasser hier dann später hier durchgeht. Ne? Oh, jetzt tun wir den Schlumpf mal wieder weg. So, also, ja, jetzt müssen wir dann später. Ich habe hier noch den Staubfen drauf, weil ich ja Wasser drin hatte. Den mache ich dann nachher ab. Da kommt dann natürlich auch Hardtube dran. Dafür müssen wir aber erst das Board haben. Da müssen wir ja hier hinten rein, ja, zur CPU. Und von der CPU müssen wir hier, ich würde sagen, nach oben, nach hier und dann hier rüber. Ja. Und dass das mit einem Rohr, je nachdem, nicht funktioniert, ist klar. Darum werde ich dann wieder so einen Winkel setzen. Ja, das heißt, da habe ich so Winkelstücke, da kommen zwei Anschlüsse dran und dann kann man da zwei Röhrchen machen und dann passt das auch ganz gut, dann hat man das auch gut verlegt. Hier wird die Grafikkarte sitzen, wie gesagt, da gucken wir dann auch. Netzteil müssen wir ja noch einbauen. Wir müssen noch ein paar Lüfter. Ich wollte hier oben noch Lüfter einbauen, da gucke ich mal. Jetzt habe ich natürlich hier oben das Rohr hängen. Seht ihr ja, hier, ja. Aber ich glaube, hier hinten passt noch ein 120er rein. Ja, oder ich setze die Lüfter oben drauf. Na, dann muss ich mal gucken, ob das passt vom Deckel her. Weil der Deckel hat ja doch... Ja, doch, das müsste eigentlich gut passen, dass man die von oben drauf setzt. Ja, dass dann von oben noch was geht. Mal gucken. Ja, ich glaube, da könnte ich sogar 320er oder 140er und 120er. Ja, das seht ihr aber dann auch. Das zeige ich euch dann, wenn wir dann hier die ganzen Kabel von dem Anschluss hier vorne verlegt haben. Die müssen wir ja auch noch irgendwie nach hinten verlegen. So, meine Freunde, ja, weiter geht's. Ich habe das Board jetzt schon mal fertig gemacht. Haben wir ja schon gesehen, wie der Kühler drauf war, ne, beim letzten Mal, wo die Pumpe ja kaputt gegangen ist. Und wie gesagt, Pumpe ist ja wieder da. Und ist ausgetauscht oder repariert worden. Das spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall funktioniert sie. Ich habe sie probiert, habe aber trotzdem die Apex, die neue, drin gelassen, weil ich auch schon die Verkabelung da liegen hatte. Ja, die kann ich dann mal gucken. Ja, notfalls verkaufen, wenn ich sie nicht brauche. Ansonsten als Reserve. Vielleicht mache ich auch mal ein System irgendwann mit zwei Kreisläufen. Ne, da kann man sie auch brauchen. Ja, ne. So, also, Board ist soweit fertig. Das Board kennt ihr. Ja, habe ich jetzt schon mal öfters verbaut. Hier ist ein 3950X drauf, ein 16-Kerner und der läuft absolut fantastisch. Ja, und dieser CPU-Kühler von Disky, den finde ich auch absolut in Ordnung. Habe ich schon ein paar Mal benutzt. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja festgestellt beim letzten Mal, dass wir hier wirklich nicht viel
also fast keinen Unterschied haben zwischen einem I.O. und der Wasserkühlung. Ja, jetzt bin ich nochmal gespannt. Wir haben jetzt eine andere Pumpe. Vielleicht war die Pumpe auch schon da defekt. Ich weiß es ja nicht. Ja, das möchte ich also auch gerne nochmal ausprobieren und gucken, ob da alles soweit in Ordnung ist. Ja, also normalerweise, ich habe ja schon öfters Test gemacht, da waren das immer so 5 Grad. Also mit einer I.O. konnte man wirklich, also mit einer Custom konnte man wirklich nochmal 5 Grad gegenüber einer I.O. sparen. Ja, hier bei der CPU jetzt war es 1 Grad. Ne? Und das ist natürlich nicht viel. Ne? Ich gucke jetzt gerade mal hier mit meiner Wasserwaage. Das kommt mir nämlich so ein bisschen schräg vor, dieser CPU-Kühler. Ne, ist aber schon in der Waage, ja. Minimal, ganz minimal, aber das ist, ja, kann auch jetzt hier von der Waage sein. Ja, ist aber eigentlich sehr gut. So, machen wir hier ein bisschen los und gucken wir nochmal. Ja, jetzt sind wir ganz genau. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob der CPU-Kühler auch schön gerade drauf sitzt, weil der ist ja ziemlich groß hier. Ne? Seht ihr ja, wie groß der ist. Ne? Und da kann es schon mal sein, dass man den vielleicht auf einer Seite ein bisschen mehr anzieht wie auf der anderen. Ich mache das schon immer über Kreuz. Ja, darum habe ich jetzt gerade noch mal geguckt, aber ist alles in Ordnung. Ne? Ja, ist natürlich jetzt auch nicht alles gerade, was hier auf dem Tisch liegt und so weiter. Ne? Aber ansonsten, ja, passt schon. So, das Board bauen wir jetzt ein. Ne? Und das kommt ja so rein. Mal was ganz anderes. Ja, also das Gehäuse gefällt mir schon richtig gut. Muss ich wirklich mal dazu sagen, das schmeißen wir mal kurz hier rüber. Also, wir brauchen gleich ein paar Schrauben. Und ich nehme an, dass das hier die hier sind. Da gucken wir aber wieder. Wir probieren ja, ne? Ja, die scheinen sie zu sein. Man kann sie auch festdrehen, ja. Ja, gehen gut rein. Das sind die Schrauben. Dann machen wir hier schon mal eine fertig. Wir haben zwar da in der Mitte, haben wir zwar auch so einen Pin, wo das Board dann schon hält. Aber wie gesagt, immer vorsichtig sein. Na, ihr habt ja gesehen, wie schnell so ein Radiator kaputt geht. Einmal weggekippt. Ja, und diese RGB-Beleuchtung, die können wir hier oder machen sie oben. Machen wir hier schon mal durch. So. Ne, Slotblende ist ja drauf bei dem Board. Gucken wir mal, ob wir da die Mitte finden. Da haben wir es schon. So, jetzt haben wir das hier drauf. Jetzt machen wir hier schon mal eine Schraube rein. So, und damit haben wir es schon mal. Ja, sieht hier ganz hier aus. Ne? Also, habe ich auch noch nie gehabt. Das erste Mal, dass so ein Bocht so im Gehäuse hängt. Ja. Ja, öfters mal was Neues ist ja auch immer ganz gut, ne? Gucken wir mal, ob wir überall dran kommen an den Schrauben. So, ja, Telefon geht ab und zu auch mal, ne? Ja. Also, wir sehen zum Beispiel, was ich gerade gesehen habe, hier ist ja in, hier ist out, ja, das bleibt, ne? Obwohl das Board ja so hängt, ist eigentlich egal, trotzdem ist hier es in. Das heißt, wir kommen hier genau mit einem 90-Grad-Bogen nach hier, wir brauchen hier wieder nur so einen Winkel machen, ja? Und dann sind wir da. Hier hinten wird es dann schon etwas komplizierter. Wir müssen wahrscheinlich, wie, so wie es aussieht, nach oben, nach hier und dann nach da. Ne? Also wir müssen hier irgendwie da gleich nach oben kommen. Gucken wir mal. Ne? Und dann passt das auch. Ja, und ich weiß nicht, ob ich schon gezeigt habe. Ich habe hier oben ja auch schon jetzt 140er. Und 120 mm Lüfter eingebaut. Ja, also, das heißt, die warme Luft, die hier entstehen sollte, kann hier oben von zwei Lüftern, einmal 140, einmal 120, auch sehr schön abgeführt werden. Weil wir haben hier oben auch genug Platz, dass die Lüfter hier passen, dass der Deckel nachher wieder drauf passt, finde ich also auch schon mal sehr gut. Ja, und wer jetzt dieses Bracket da hinten wieder einbauen sollte, kann der da hinten auch nochmal zwei Lüfter installieren, wenn vom Board zum Beispiel die Wärme da hinten entwickelt, dass die Wärme da hinten nochmal abgetragen wird. Ja, und wir schauen uns das Ganze ja an, wie das aussieht mit der Grafikkarte, wenn die drin ist gleich, ob wir hier nicht doch noch Push-Pull machen. Ja, und dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Luftzirkulierung. Also ich finde Push-Pull bei den dünnen Radiatoren hier bis 30 mm absolut
in Ordnung. Und da wurden ja auch Tests gemacht. Ich habe das Video schon so oft verlinkt. Ja, also da sind von IK Tests gemacht worden. Und es ist also wirklich da ganz genau aufgezeigt, dass es sich bei dünnen Radiatoren lohnt, bei dicken Radiatoren eben nicht. Viele haben da immer dieses falsche Denken, desto dicker, da muss ich Push-Pull. Nein, eben nicht. Ja, also, wenn ihr wollt, fragt nochmal nach, wenn ihr das Video schaut, dann gebe ich euch gerne nochmal den Link von IK. Ich habe den abgespeichert, da gibt es also ein schönes Testvideo drüber, ja, dass sich das wirklich bei dünnen Radiatoren eher lohnt, wie bei dicken Radiatoren. So, habe ich das auch nochmal erwähnt, falls ja andere diese ersten Videos nicht gesehen haben. So, also Bocht haben wir drin. Das heißt, ich verkabel jetzt schon mal das Bocht soweit. Ja, das muss ich ja nicht zeigen, wie jetzt hier Power-LED und weiß ich, hier die ganzen Anschlüsse USB 3.0. Ja, ich habe hier auf dem Bocht zweimal USB 3.0, aber kein Typ C. Ja, ich habe leider hier dieses X570 hat noch kein Typ C und darum werde ich hier wahrscheinlich mit zwei Adaptern arbeiten. Das heißt einmal USB 3.0 auf USB 2.0. Ja, den kann ich dann hier anschließen. Ja. Und den USB 3.0, der kommt ganz normal hier dran auf USB 3. Und den USB 3.0, den nehme ich einen Adapter auf Typ C. Ja, da habe ich also genau Adapter, zeige ich auch gleich nochmal. Ja, ich werde jetzt erstmal soweit, oder ich kann euch auch eingeschaltet, ich muss jetzt erst nochmal ein bisschen, auch hier sieht es ein bisschen wüst aus, ja, und da sehen wir uns gleich wieder. So, meine Freunde, ja, also, ich habe jetzt mal die Adapter geholt und ihr seht, hier ist zum Beispiel jetzt USB 3.0, wird eingesteckt und hier kommt so ein Adapter drauf, ja. Das heißt, hier ist dann auch, das ist praktisch nur so ein Winkel, der verlängert. Ich könnte auch den direkt reinstecken, ja, und dann aber mit so einer kleinen Verlängerung, ja, ist das natürlich irgendwie schöner. Und hier kommt dann der Typ C rein, ne? Also da habe ich das einmal und hier kommt der USB 3.0 Stecker rein und der geht dann auf den Anschluss von USB 2.0. Ne? Abwärtskompatibel sind die ja immer, ja? Und ich werde die linken auf USB 3, habe ich schon eingesteckt, hier unten, da ist er, ja. Und die mache ich dann auf USB 2. Ja, dann habe ich beides vorhanden. Dann habe ich zweimal USB 2.0, zweimal USB 3. Und den Typ C habe ich auch. Das ist auch ganz wichtig. Ja, bei mir fürs Handy und so weiter, für Daten zu übertragen. Ja, habe ich ja mittlerweile. Und ja, dann kann man das alles wunderschön verbinden. Ne? Also das geht mit so Adaptern eigentlich relativ ganz gut. Ne? Ja, den Winkel, der ist immer gucken, müsst ihr gucken, ja, dass der dann auch reinpasst. Ne? Aber das ist eine gute Sache mit den Adaptern. Ne? Und ihr seht, auch hier hinten habe ich schon meine Sleeve-Kabel liegen. Ne? Die kann ich jetzt endlich hier auch wieder schön verbauen. Ich nehme die rot-weiß-schwarzen. Die gefallen mir hier nämlich ganz gut. Ja, ne? Und dann machen wir jetzt gleich weiter. Ihr seht, hier habe ich schon so einen Adapter drauf gemacht, weil es passte nicht genau, wenn ich von hier reingehe. Ihr seht das vielleicht von der Flucht her. Das Rohr hätte ein bisschen schief oder ich hätte das Rohr ein bisschen mehr irgendwie so biegen müssen. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt hier hantiere gleich, mache ich hier einen schönen Adapter drauf. Das ist so ein Winkel, den man drehen kann. Und dann komme ich hier genau drauf. Und dann habe ich hier eine Flucht und dann habe ich hier gleich eine Biegung. Und dann ist das auch schon mal erledigt. Und die andere müssen wir dann mal gucken, wie wir die noch verlegen. Aber das seht ihr ja gleich. Wie gesagt, ich verkabel das jetzt hier hinten schon mal und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier das Rohr biegen und oben den Anschluss biegen. Und da wollen wir hoffen, dass das alles soweit klappt. Dann würde ich sagen wieder, bis gleich. So, meine Freunde, ja, also Kabel habe ich soweit alle gelegt, auch CPU-Kabel da oben. Hier unten das 24-Pin, nachher die Grafikkarte. Ja, ich weiß gar nicht, wo das andere rote, weiß, schwarze war. Aber ich habe noch ein schwarz-weißes. Da mischen wir das so ein bisschen, die zwei hier. Ne, sind auch Kabelkämme dran. Ja, kann man auch schon mal machen, ne? Warum nicht? Ne? Ich kann ja nur das nehmen, was ich da habe. Ich könnte jetzt auch nur ganz schwarze nehmen für die Grafikkarte. Die habe ich auch da. Vielleicht mache ich das auch. Ich gucke mal, wie es aussieht. Ne? Aber ach, so verkehrt. Passt auf jeden Fall, je nachdem, zu dem ganzen System hier. So, wir nehmen also nächste Röhre. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir wieder den Schlauch haben. Der ist wieder im Wasser. Ja, das heißt, schön nass machen.
Schieben wir wieder hier rein. Anzeichen brauchen wir nichts. Wir machen jetzt einfach nur hier in der Mitte eine Biegung. Ja, und dann gucken wir, dass wir uns das so zusammenstückeln, dass wir hier hinkommen. Ne? Ja, man könnte zwar jetzt auch hier, um ein bisschen Rohr zu sparen, könnte man auch hier, aber das ist nicht. Ihr seht, das ist fast die Mitte, also da spart er nicht viel. Ein kleines Stückchen, was ihr da übrig habt, da geht's wieder. Ne? Das kleine Stückchen, was ihr da übrig habt, das bringt euch auch nicht viel. Ne? Also darum, ne, machen wir hier einfach jetzt wieder eine Biegung. Und hängt er da dran, an dem Mesh. Da hängt irgendwas dran. So, wieder Stufe 1. Manchmal knistert der so. Weiß gar nicht, ob der noch ganz im Ordnung ist hier. Ne? So, jetzt gucken wir mal, wo haben wir die Mitte ungefähr? Hier haben wir sie. Ne, wie gesagt, Abstand halten. Ihr seht, wie weit der Abstand ist. Und dann immer ein bisschen biegen hier. Also nicht biegen, sondern hin und her. Und drehen, das Rohr drehen. Ja, und wie gesagt, wenn es dann dementsprechend weich wird, das merkt ihr, ja, dann kann man dann die Biegung vornehmen. Ja, also wie gesagt, nach rechts und links und immer ein bisschen dabei drehen und lasst euch Zeit, ja, irgendwann fängt es an warm zu werden, ja, wenn es nämlich zu schnell warm wird, ist auch nicht so gut, habe ich alles schon probiert, ja, also, ja. Ja, manchmal gehen auch bei mir trotzdem noch Biegungen ja, nicht richtig. Also, dass ich da eine Falte drin habe oder. Ja, also manchmal ist es wirklich wie verhext. Darum bestellt euch, wenn ihr Hardcube machen wollt, bestellt euch einfach ein paar Röhrchen mehr. Wie gesagt, wenn ihr die bei Bisky bestellt, 2,99 für 3 Euro, ist ja jetzt nicht die Welt. Ne? So, jetzt wird es weicher. Und dann biegen wir. Und dann haben wir hier die 90 Grad Winkel. Dann lassen wir das schön abkühlen. Kann man auch mal ein bisschen pusten. Ja, ja, da hat es wieder einer ganz wichtig. Sitz ich mal im Keller, ne, und bastel mal. Ja, dann geht aber auch ein Telefon. Ne? Ja, wenn ich oben sitze, geht das Telefon nicht, ja. Ihr seht, 90 Grad hier. Ich kann das immer mal zeigen. Also das habe ich gut im Auge. Ne? Wer sagt, nee, traue ich mir nicht zu, so von Hand. Ne? Dann müsst ihr euch eben so Biegehilfen besorgen oder mitbestellen. Die kosten nicht viel. Ne? Also ihr seht, wieder mal eine schöne 90 Grad Biegung. Ja. Ja, und jetzt müssen wir die hier einpassen. Das heißt, wir müssen die dann abschneiden. Immer Stück für Stück mache ich das. Ne, nicht direkt so viel, sondern erstmal gucken, wie viel müssen wir ungefähr wegnehmen. Da müssen wir so ein Stück wegnehmen. Dann machen wir hier erstmal. Ne, habt ihr ja auch schon öfters jetzt gesehen bei mir, auch hier unten. Muss ein Stück weg. So, dann müssen wir mal gucken. Da muss noch ein Stückchen weg. So, da muss jetzt gleich nur noch ein kleines Eckchen. So, da müsste man schon da sein. Ja, da sind wir schon. Dann machen wir da auch einen Anschluss drauf. So. Jetzt mal, wo wir sind. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen abmachen. Da schneiden wir mal bis hier. Wie gesagt, lieber immer ein bisschen länger lassen. Ich glaube, so rum war es. Ne. So rum war es. So. Ja, ihr seht, da muss ich doch noch ein bisschen abnehmen. Und das war schon ein bisschen zu viel, je nachdem. Aber das dürfte noch passen. Ja, müsste eigentlich. Ja, wir können vielleicht hiermit noch was runtergehen. Genau. Ja, das müsste passen. Muss ich mal von der Seite gucken. Ich glaube, ich habe es wieder zu gut gemeint.
Könnte ein bisschen länger, aber ihr wisst ja, wenn ich sowas schon mal habe, ne, weil ich zu faul bin zum Anzeichnen. Ja, manchmal ist es, ne, habe ich dann immer so, wo habe ich sie? Da ist sie. Da habe ich dann immer was in meiner Dose, so eine kleine Verlängerung hier. Die kann ich dann hier draufsetzen. Und dann bin ich wieder da. Und jetzt machen wir es aber vernünftig. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt ist es eigentlich schön gerade. Wir können damit nämlich noch ein bisschen variieren hier. So. Ja, jetzt ist es schön gerade. Ihr könnt auch mal gerne von der Seite gucken. Ja, also das ist absolut schön. Ja. So, hier stört ja auch nichts, hier kommt nichts mit der Grafikkarte in Verbindung, ne? Also können wir jetzt hier auch direkt schon die Anschlüsse drauf setzen. Überwurfmutter zuerst, dann die Dichtung schön bündig setzen. Ne? So, und dann setzt ihr die einfach rein. Immer gucken, dass die locker drauf gehen, die Anschlüsse. Kommen die Flieger. Ja, ich wohne in der Nähe von der Bundeswehr, von Flughafen, also Fliegerstaffel. So. Da sollten sich einige wundern, was ist bei dir los? Ja. So, und dann passt das auch wieder hier gut. Wie gesagt, nur handfest andrehen. So. Ja, supi, das ist sehr gut, ja. Also, da haben wir hier auch wieder eine schöne Biegung, schon fertig, also in. Und jetzt müssen wir da hinten, das wird natürlich jetzt ein bisschen kniffliger. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hier im Großen und Ganzen irgendwie geregelt kriegen. Hier kann ich noch ein bisschen drehen, so, damit es auch wirklich gerade ist. So, müssen wir hier mal gucken, wir müssen hier nach vorne, hier hoch, oder gehen wir direkt hier bis hier? Ne, das reicht nicht. Ja, wenn wir hier die Flucht gucken, dann müsste man eigentlich dran vorbeikommen, doch. Wenn wir hier ein bisschen rüber gehen, dass wir direkt von hier bis hier und hier hoch gehen. Und dann rüber gehen. Das heißt, ich muss hier einen Winkel machen und hier einen Winkel machen. Ja, und dann machen wir hier dieses T-Stück. Also diesen 90 Grad Winkel mit zwei Anschlüssen. Dann brauche ich nämlich hier nur ein gerades Rohr. Und hier hinten eins und runter. Das ist genau wie hier oben das praktisch. Ja, muss nur länger runter. Weiß ich nicht, ob das jetzt lang genug ist oder ob wir hier einen Winkel machen, hier oben. Dann sieht man ihn auch nicht, ne? Ja, würde ich auch sagen. Wir machen hier gerade rüber, hier hoch und hier oben setze ich den Winkel. Genau, so machen wir es. Ich glaube, das wird das Allerbeste sein. Dann machen wir hier auch wieder ganz einfach mittig einen Winkel. Und dann gucken wir mal, dann kriegen wir das auch wieder hin. So, dann nehmen wir das nächste Rohr. Ja, ich hätte jetzt auch wieder wahrscheinlich ein paar Biegungen da, die passen würden, aber ich wollte jetzt bei dem einfach nochmal zeigen, wie es nochmal funktioniert, wie ich das mache. Ja, also, dass ihr das nochmal genau seht. Ja. So, wichtig ist immer, dass ihr den Schlauch schön in kaltes Wasser reinschieben. Da geht's Telefon. So, ja, heute ist bei mir irgendwie der Bär los. Ja, so, also Röhren nehmen wieder. Und dann machen wir hier wieder eine schöne
Hin- und Herbewegung, schöne Drehbewegung. Ne, da klingelt es schon wieder. Oh Gott, ich weiß auch nicht, was heute los ist. So. Immer weiter. Ja, immer grobflächig. Jetzt noch dabei. Ja. Jetzt wird er weich, jawohl, und einmal rum und zack, haben wir wieder eine fertig. Ja, ich mache am Anfang immer ein bisschen mehr wie 90 Grad, weil das Rohr immer klein bisschen zurückgeht. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wahrscheinlich schlecht. Ne? Ich muss dann auch immer gucken. Wenn das abkühlt, ne, habe ich genau die 90 Grad ungefähr. Ja. Aber ich glaube, ich habe sie wieder. Können wir den schon wieder ausmachen. So, und ja, ist wieder. Ne, wenn ich das hier am Gehäuse dran halte, guckt mal. Ja, da könnt ihr sehen, also wirklich eine wunderschöne 90 Grad Biegung. Und auch wieder hier Schlauch raus. Absolut in Ordnung. Ja, keine Bläschen, keine Knicke. Wie gesagt, wenn man es dann einmal raus hat, dann geht es eigentlich. Ne? Jetzt müssen wir ja gucken, dass wir von hier nach da oben kommen. Ja, dann müssen wir das auch wieder zurechtschneiden gleich, dass wir da einigermaßen hinkommen. So, und dann müssen wir hier hinten nur ein gerades Stück. Und das ist ja wirklich einfach. Also, wir müssen jetzt erstmal hier wieder... Das ist ja nicht normal, oder? So. Viele sagen jetzt, ja, mach doch das Handy aus. Ja, das kann ich aber auch nicht, weil ich bin immer gerne einer, der direkt antwortet. Vor allen Dingen gerade im Moment, meine Tochter kriegt ein neues Auto. Ja, und das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, wird dann gesagt, ja, dass der diese Woche fertig ist und dann wird er erst nächste Woche fertig mit Anmelden und allem. Ja, das ist dann auch ein bisschen ärgerlich, ne? Weil ich wollte dann auch, dass da neue Reifen drauf kommen und so weiter und so weiter und neue Inspektionen und alles. Ja, ist jetzt kein neues, ganz neues, aber ja, schon ein neuwertigeres Auto, ja, damit sie vernünftig fahren kann. Ja, so, also, und da müssen wir jetzt gucken, wie wir da hinkommen, ja, also nach oben hin, würde ich mal gucken, würde ich sagen, machen wir das lange. Dann muss ich mal gucken, wie die Flucht ist hier ungefähr. So. Dann können wir hier schon mal bis hier abschneiden. So. So, schneiden wir das schon mal ab. Ja, nach oben können wir eigentlich auch schon abschneiden. Dann können wir hier ein Stück abmachen. Hier kann noch ein Stück ab. Jo, fällt immer nach unten. So, da haben wir es doch schon. Oh ja, war aber fast wieder ein bisschen zu viel. Aber so passt es, ja. Jetzt hier den Anschluss drauf und dann kommen wir da praktisch rüber, ja. Ich glaube aber, es muss noch ein kleines bisschen kürzer, wenn wir den Winkel drauf machen. Ich zeige euch das mal. Das sind diese Winkel hier mit zweimal Gewinde. Das heißt, wir können hier zwei Anschlüsse draufsetzen. Klar braucht man dann mehr Anschlüsse, ja, aber nützt ja alles nichts, weil so lange Röhren haben wir jetzt nicht. Ja, und zwei Biegungen, das ist auch immer so eine Sache, manchmal klappt es dann nicht, dann hast du natürlich so ein langes Rohr, die auch sehr teuer sind, weil die einfach auch zum Verschicken teurer sind, ja, gerade bei PETG. So, und jetzt habe ich hier zwei Anschlüsse und dann kann ich dann hier unten rein. Das kommt hier oben und geht dann zum Radiator. So, und das hier oben, das sieht man kaum. Hoppala. Muss ich mal gucken, ob ich da nicht zu hoch bin. Ja, mal gut, dass es immer wieder runterfällt. So, jetzt aber... Mach's drauf. So, bleib jetzt mal ruhig hier. So, muss ich mal gucken. Ja, kann glaube ich kleines. Ich
Stückchen noch abgenommen werden. Ein kleines Stückchen muss hier noch ab. Und dann sind wir aber auch da. So, 5 mm. Na, da kann man so richtig schön dünne Teile abschneiden. So, dann machen wir hier schon mal. Jetzt wieder alles drauf. Dann können wir das nämlich schon festmachen hier. Den Anschluss. So. So, da habe ich den nämlich schon mal fest hier. Mal gucken. Ja, da geht noch was. So. So, und dann machen wir den hier fest. Ja, geht auch gut. Sehr gut. Und jetzt müssen wir nur noch nach hinten. So, ein bisschen gerade. So, so ist es gerade, ja. Und da müssen wir jetzt ein gerades Stück. Dann nehmen wir uns ein neues Rohr. So. Na, wie viele Rohre haben wir jetzt gebraucht? 3, 4? 1, 2, 3. 4 Stück. 4 Rohre. Und dann seid ihr schon da. So, jetzt mal gucken, ungefähr hier. Da muss ich abschneiden. So, dann muss ich auf den Radiator noch einen Anschluss. Ich glaube, das ist noch zu lang. Ja, das ist noch viel zu lang. Das heißt, da muss noch ein gutes Stückchen ab. So, jetzt müsste aber passen. Nee, noch ein kleines Stückchen, sonst ist es zu schief. Ja. Nochmal so 5 mm. So. Dann gucken wir mal. Ja, passt. Wunderbar. Das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich alles so ein bisschen versteckt, auch die Röhren. Die sieht man da oben gar nicht so. Ja, und dann ja, gefällt mir das richtig gut. Ist ja auch immer Geschmackssache. Der eine sagt jetzt, nee, ich hätte die anders verlegt, ich hätte die so. Das kann jeder machen, wie er möchte. Und wir können auf jeden Fall gleich schon mal wieder die Pumpe einschalten und schon mal befüllen und gucken, ob alles dicht ist. So, jetzt habe ich aber auch alles gut fest. Ja, ich zeige es euch nochmal jetzt, wie es hier oben drunter aussieht. Also, ich finde es wieder mal absolut toll. Ja, ist wieder ein schönes System hier. Das ist ein bisschen, das gefällt mir irgendwie noch nicht so richtig hier, das hier. Mit dem Rohr. Na, ich könnte vielleicht doch anders, oder? Na jetzt, so ein bisschen hoch. Oder ein bisschen runter, so. Ah, jetzt. Na, nur richtig drehen, dann hat man es. So, jetzt. Jetzt passt es auch von der Gerade her. Jetzt ist es auch schön gerade, ja. Na, und hier gucken wir auch nochmal. Hier sind wir auch gut, ja. Das ist auch gut, alles gut. So, ja, mit der Kabel kann es nicht ganz vermeiden, dass man die Kabel hier sieht, wenn man hier so einen LED-Ring hat. Ne? Kann man nicht ganz vermeiden. Ja, aber das ist schon mal wieder fertig. Ja. So, das gefällt mir gut. Und ich würde sagen, ich gucke mal Strom und dann können wir eigentlich schon mal wieder einfüllen und gucken, ob alles funktioniert. Dann brauchen wir noch die Grafikkarte. So, meine Freunde, machen jetzt Flüssigkeit rein. Und wie gesagt, ich habe hier eine neue Flasche bestellt. Das ist das von EK. Ja, also wirklich ganz tolle Flüssigkeit. Keine Ablagerungen, kein gar nichts. Ne? Ja, warum eine neue? Ja, weil wenn ich das ein paar Mal gebraucht habe und
je nachdem, wie man das dann ab rauslässt, also da sind immer ein bisschen Teilchen drin und darum dann lieber was Neues, ja. Also ich habe die schon ein paar Mal benutzt, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ne, ich habe die ein, zweimal, glaube ich, benutzt oder sogar dreimal, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ne, aber irgendwann ist es zu wenig, ich habe noch ein bisschen in der Flasche drin, ne, aber das reicht jetzt nicht, ich nehme jetzt einfach hier die neue Flasche, wie gesagt, brauchen wir hier eine Laborflasche. Ist immer am besten. Klar kann man auch hier jetzt, wenn man das hat, einen kleinen Trichter versuchen, irgendwie mit einem Schlauch oder von oben irgendwie. Aber ich finde hier so eine Laborflasche, die kriegt dafür kleines Geld, je nachdem. Und dann ja, geht das eigentlich sehr gut. So. Ja, seht ihr, jetzt kann ich hier reingehen. Jetzt gucken wir erstmal, ob auch wieder alles dicht ist. Da geht schon wieder das Handy. Jetzt gucken wir aber erstmal. Ja, da ist noch ein bisschen destilliertes Wasser drin. Seht ihr hier, da, was da hochkommt, da, wo mein Finger ist. Ja, das vermischt sich aber gleich. Das ist jetzt nicht schlimm. Das ist vom Durchspülen ja gewesen. Aber das vermischt sich gleich und dann. Also hier unten scheint schon mal alles dicht zu sein. Der Anschluss auch, das auch. Müsste fast schon reichen, wenn ich das jetzt hier gleich alles drin habe. So, gucken wir mal, ein bisschen abtropfen lassen. So, und dann geben wir mal Strom drauf. Zack, habt ihr gesehen, wie schnell das voll ist? Also bis jetzt ist es dicht. Ja, ich muss noch mal was nachfüllen hier. Und ich muss mal ein bisschen Zewa hier hinlegen, weil immer der letzte Tropfen geht ja immer hier auf den Tisch. So. Na, dann nehmen wir noch mal hier. Wie gesagt, so voll will ich es gar nicht diesmal machen. Mal gucken, muss man auch mal gucken, wie es aussieht. So, jetzt geben wir noch mal Saft drauf. So, und schon läuft die ganze Sache. Was ist passiert gerade? Ich habe den PWM-Stecker direkt schon angeschlossen. Das heißt, die läuft jetzt mit 20% nur. Ja, das heißt, ich kann die jetzt gleich wieder hoch und runter fahren, weil ich hier über den Aquero das Ganze immer steuere. So, gehen wir mal hoch. Ihr hört das? Jetzt bin ich bei 100%. Ne, man hört noch hier im Radiator, da gluckst es noch genug. Ne, da muss man noch mal gucken, das kommt mit der Zeit raus. Wie gesagt, wichtig ist ja jetzt nur erstmal alles dicht. Ja, ich sehe also nirgendwo, dass was rausläuft. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Ja. Und ihr seht das Steigröhrchen hier. Ne? Ich muss den jetzt nicht unbedingt voll machen, aber da jetzt hier an der Seite auch schon, es geht natürlich auch nachher noch weg, aber vielleicht mache ich ihn doch ganz voll, muss ich mal gucken. Ja. Ja, wie gesagt, jetzt lasse ich das ganze System immer gute Stunde laufen, zwischendurch mal ein- und ausschalten, ein- und ausschalten. Ja, ihr habt ja euer Netzteil da,
Ja, da gibt es so einen Stecker für auf den 24-Pin. Ja, das ist so ein Adapter. Da ist ein Käbelchen, da sitzt so eine Brücke. Und da könnt ihr das Netzteil auch ein-ausschalten. Nur ihr könnt den PWM nicht benutzen. Bei euch läuft die dann immer auf 100%. Aber die läuft ja jetzt auch mit 100%. Ne? Ne? Wenn ich jetzt ausschalte, wieder einschalte, läuft sie erst wieder hoch, wieder runter. Oder ich steuere es eben hier. Ja, aber die kann auch ruhig jetzt mit... Seht ihr? Mit immer weniger. Jetzt gluckst schon nichts mehr. Ja, also die Luft kommt immer langsam raus. Und lass den Stopfen oben auf. Ja, viele machen immer den Fehler, die füllen ihre Anlage und machen hier den Stopfen wieder zu. Ja, lass den Stopfen auf, die Luft muss ja raus. Ja, wenn ihr den Stopfen drauf macht, ist das Ding ja praktisch luftig abgeschlossen. Denn wo Luft raus kann, kann auch Flüssigkeit raus. Ne? Also ne, darum, es schließt ja luftdicht ab. Und dann kann die Luft auch nicht richtig weg. Darum, ich lasse immer den Stopfen hier oben die ganze Zeit jetzt offen. Ne, das hört man auch noch ein bisschen laut. Nachher, wenn der Stopfen drauf ist, ich zeige euch mal den Unterschied. Ne, also ihr hört, das ist schon ein Unterschied, ne? Ob der Stopfen drauf ist oder nicht. Ja. Darum, nachher läuft die auch nicht mit 100%. Wie gesagt, ich lasse die immer so mit 2.500 laufen, 2.2, 2.3, je nachdem. Kommt drauf an. Ne? Die muss nicht mit 4.000, 5.000 oder 5.000 laufen. Ne? Wäre ja Quatsch. Ne? Soll ruhig schön langsam durchlaufen, ne? Und dann passt das Ganze. Ja, schön. Gefällt mir jetzt persönlich richtig gut. Wie gesagt, jetzt laufen lassen. Nachher probieren wir die Grafikkarte, bauen wir ein. Und dann gucken wir mal, wie es vom Platz aussieht. Wenn wir Platz haben, wie gesagt, mache ich hier noch 3 Lüfter drauf. Ne, als Push-Pull. So, meine Freunde, ja. Pumpe läuft noch, aber ich wollte schon mal die Grafikkarte wieder ein. Ja, ich habe also jetzt hier oben 2 Slots rausgenommen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die hier richtig reinkriegen. So. Die ist drin. Dann machen wir die Schrauben direkt wieder rein. Ja, ich habe die Winkel auch erstmal wieder rausgenommen aus der Grafikkarte. Die habt ihr ja beim letzten Video gesehen, diese Winkel, die es da gibt. Ja, weil ich glaube, ich brauche die hier diesmal nicht. Und ihr seht, die Grafikkarte, die passt so gerade hier rein. Ne? Ja, die ist schon groß. Die ist riesig. Das ist die, wer es nicht wissen sollte, das ist die 6800 XT Tough Gaming von Asus. Ja, also, ihr seht, ich habe hier unten jetzt noch einen Zentimeter, dürfte so noch länger sein. Ne? Aber die ist ja schon ziemlich lang. Ich glaube, die ist 33, über 33. Ich könnte es aber auch für einige noch mal messen, die dann sagen, okay, Karl, ich habe Interesse an so einem Gehäuse. Also die hier ist jetzt 30, 33. Also könnte noch ein Zentimeter länger sein. Also darf die dann ruhig noch ein bisschen länger sein. Also kann auch 34, 35 sein. Ne? Ja, 34 vielleicht. Ne? So, also Platz genug. Aber steht auch in der Beschreibung. Schaut euch den Link an, den ich euch ja immer unten reinsetze. Da könnt ihr beim Gehäuse, habt ihr ja gesehen, die Vorstellung, könnt ihr selber nochmal gucken, wie lang die Grafikkarte sein kann. Die könnte auch länger sein, wenn wir die Platte hier rausholen würden. Ja, dann könnte die noch länger sein. Also dann kann die auch 35, 36, 37 sein. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es so lange Grafikkarten gibt, aber die könnte dann natürlich noch länger sein. Ne? Also, das haben wir jetzt auch. Die haben wir auch fest. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier die Winkel draufsetzen, dann kämen die Kabel nur von da unten. Oder ich mache eben hier wieder... Oh, jetzt habe ich gerade den PWM ausgezogen, aber die läuft sowieso auf 100%, die Pumpe. Ne? Ja, und oder ich lege hier wieder so einen Bogen, ne? Sieht vielleicht auch schön aus gerade bei dem Gehäuse, wir haben ja Platz, da kann ja ruhig so ein Bogen jetzt sein, ne? Ja. Und darum, ich werde da mit dem Controller arbeiten und an dem Controller kommt nochmal ein Y-Kabel, weil ich glaube auf den Controller gehen 10 Stück und dann über das Y-Kabel kriege ich den 11. auch noch. Und dann gucken wir uns nachher an, wenn das alles dran ist, wie das schön... Es wird wieder ein richtig tolles System und vor allen Dingen mal
ja, was ganz anderes, finde ich. Ne? Also, meine Freunde, freut euch drauf. Gleich sehen wir uns wieder. So, meine Freunde, ja, haben wir die drei Lüfter auch noch drauf gemacht. Ne? Und ja, Kabel noch was verlegt. Ne? Das sind ja schon einige Kabel dann. Aber na, man hat es eigentlich gut hinbekommen. Bin immer gespannt. Das heißt, ich mache jetzt das Netzteil rein. Netzteil kommt ein Be Quiet, 750 Watt. Das ist das Pure Power. Ja, das habe ich beim letzten Mal schon vorgestellt und das wird auch hier wieder reinkommen. Einer mit der besten Netzteile, auch hier wieder. Und ja, ich habe da hinten noch so einen LED-Streifen, lasst euch überraschen, habe ich noch eingesetzt. Ja, da unten, auch von Cool Moon hier. Ne, also die kriege ich auch nicht gestellt, nicht, dass ihr denkt, ich kriege, sondern die hat der Bernd mir ja mitbestellt. Und ja, ist so ein Diamanteffekt. Ne, der ist auch ganz nett hier. Ne. Ich weiß gar nicht mal, was er gekostet hat. Ja, aber ich finde, ja, ist okay. Ne, also Cool Moon. Muss ich sagen, bis jetzt gute Sachen gehabt, ob es der Control ist oder hier die Strips. Ne, da kriegt man schon ganz gute Sachen. Ja. Und ja, ich mache jetzt noch das Netzteil rein, werde alles verkabeln und dann sehen wir uns gleich wieder und dann gucken wir mal, wie der Rechner so läuft. Ja, also bevor ich natürlich anklemme, ich mache jetzt hier mal erst fertig und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ja, ich will es ja auch nicht immer zu lange machen. Viele sagen dann immer, der Kalle macht Videos von 2 Stunden und... Ja, einige finden es ganz nett, die vertreiben sich damit wirklich schon mal die Langeweile, warum auch nicht, ist ja auch immer nett zu sehen, wenn man sowas sieht, ist mal wieder was Neues, also ich finde es mal ganz was anderes, ja, wer da drauf steht, ja, Gehäuse ist übersichtlich noch, ne? Weil die hatten ja auch mal, oder haben noch immer, glaube ich, dieses 900er, das war ja natürlich noch größer, also das war mir dann schon so, oder wer es kleiner mag, ja, das Ganze gibt es natürlich auch kleiner, ne? Also für Mini-ITX zum Beispiel, ne? Da kann man auch tolle Sachen machen, ne? Muss ich mal gucken, vielleicht besorge ich das mal, und da können wir da auch mal was reinbauen, da muss ich aber ein neues Board haben, muss ich mal gucken, ob ich mir da was besorge, ist natürlich auch mal ganz nett, ne? Mal wieder so ein Mini-ITX-System, würde mir auch noch mal Spaß machen, ne? Da kann man dann hier so einen kleineren Behälter reinbauen und so weiter, mal gucken, ob es mit der Grafikkarte dann noch funktioniert, sonst muss ich eine kleinere nehmen, ja, aber wie gesagt, ne, ich finde das Gehäuse hier noch sehr übersichtlich. Das kann auch noch schön auf dem Tisch stehen. Also das ist noch wirklich ein Abmaße, die wirklich super sind. Und was ich toll finde, man hat einfach Platz. Man hat Platz vorne, hinten, nachher für die ganzen Kabel. Man muss gucken, wenn ich das mal rumdrehe, wenn ich euch das mal zeige, schaut euch doch mal die ganzen Kabel an hier. Das ist ja jetzt noch ohne Netz, da kommt ein Netzteil noch. Also hier hat man wirklich Platz, um das alles irgendwie... Ja, man muss es ja noch nicht mal schön verlegen. Ja, ihr macht das natürlich schön. Bei mir lohnt es sich manchmal gar nicht. Aber man sieht, du hast jetzt hier richtig Platz. Ich kann die 2 Controller unterbringen und so weiter, ohne dass ich hier nachher Angst habe, ich kriege den Deckel nicht mehr drauf. Also das geht wunderbar. Ne? Ob ich das Teil mit den Lüftern hier wieder einbaue, da weiß ich auch noch nicht. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es so viel bringt, ob hier jetzt so viel Wärme entsteht hier hinten. Ja, das hat man ja eigentlich bei keinem Gehäuse, dass man hier hinterm Bord noch irgendwo Lüfter hat. Ne? Und darum, wo soll hier Wärme entstehen eigentlich? Ne? Darum, ich werde es, glaube ich, nicht mehr einbauen und habe dafür mehr Platz für die Kabel und für die Controller auf jeden Fall. Also hier kannst du ja noch mehr Kabel, also hier könntest du ja noch richtig viele Kabel passen hier noch rein. Ne? Also meine Freunde, bis gleich. So, meine Freunde, bin fertig. Ja, alles zu. Ich habe sogar an der Seite noch ein bisschen was mit Klebeband. Zeige ich euch jetzt gleich noch. Bin noch ein bisschen schnell am Aufräumen hier. Hier sieht es noch ein bisschen wüst aus. Oh, Stopfen. Hätte ich bald vergessen. Muss noch drauf. Ja, also machen wir direkt, sonst vergesse ich das nachher. Ja, ich habe den Deckel noch nicht ganz drauf. Weil wir müssen ja die ganzen Anschlüsse noch hinten rauslegen. Ja. Habe ich auch bald nicht dran gedacht. So, jetzt haben wir den Stopfen aber drauf. Glasscheibe hängen wir wieder ein. So, den muss ich ja nachher noch hier, der oben, den Deckel, der muss ja nachher noch ab, weil wir
ja, hinten die Kabel rauslegen müssen. Weil man muss ja bedenken, der, ich zeig mal von hier oben vielleicht so, die Anschlüsse sind ja hier oben. USB-Anschlüsse, die WLAN-Antenne, Grafikkarte und so weiter. Das kommt ja alles hier oben rein. Und dann muss ich die Kabel praktisch hier raus. Die kommen hier aus dem Gehäuse dann raus. Also hier gehen sie rein, ne? Und dann oben rein. Also das ist auch noch, ne? Darum darf ich den Deckel noch gar nicht zumachen. Der ist noch lose hier drauf. Aber ihr seht, das sieht jetzt bei mir hier noch wüst aus, ne? Da bin ich jetzt gerade noch dran, dass ich alles gucke, wie ich das noch am besten verlege. Aber es ist wichtig, hier geht der Deckel auf jeden Fall einwandfrei zu. Also das passt schon mal ganz gut, ja. Aber ich muss das noch verlegen. Was ich gemacht habe, hier an der Seite, seht ihr das? Den schwarzen Streifen. Sonst konnte man hier reingucken und dann sah man natürlich das ganze Kabel und das gefiel mir nicht. Und darum habe ich hier so einen schwarzen Streifen Folie, also ich habe so schwarze Folie auf der Rolle, ne? Und da habe ich mir die hier drauf. Ne? Wenn die jetzt ein bisschen warm wird, dann geht das hier noch sauber weg, dann sieht das schön schwarz aus. Also das gefiel mir. Hier kann man natürlich jetzt schön gucken. Hier sieht man die Grafikkarte. Hier liegt noch ein Kabel, sehe ich gerade. Das muss ich noch verstecken. Das geht auch nicht hier. Das muss ich noch, dann muss ich die Scheibe auch nochmal abnehmen. Das ist nämlich von der Grafik, vom Netzteil. So, legen wir jetzt dann wieder unten hin. Richtig, so. Ja, hätte ich jetzt auch noch ein Stück schwarzes Tesaband machen können. Ja, hier unten. Hätte man auch noch machen können, dann wäre das auch noch zu gewesen. So sieht man ein Stückchen, aber man kann es auch übertreiben. Aber wer sagt, okay, das mag ich nicht, ne? Oder auch hier oben, ne? Da könnte man sich jetzt, ja, oder man macht es ganz schwarz, wäre auch egal, ne? Könnte man auch machen. Dann sieht man auch hier die Kabel gar nicht, ne? Und hier die Kabel. Könnte man alles machen. Ich habe die jetzt noch nicht hier mit Schrumpfstrauch, ne? Ich habe gedacht, ach, wir lassen das mal so. Gucken wir mal, was so, wie es ist, aber so kann man natürlich auch die Grafikkarte, die Lüfter schon mal sehen, wenn die laufen. Ne? Muss man jetzt gucken. Könnte man machen, wie gesagt, nur ganz rumdrehen geht nicht. Das wäre schlecht, weil dann haben wir die Lüfter hier, ziehen die keine Luft, wenn die hinter der Scheibe hängen. Ne? Also das geht leider nicht. Das muss schon so sein. Oder man macht hier irgendwie so weiße Lochfolie, kann man ja auch, vielleicht wer so ein Plotter auch hat, ich habe ja auch so einen, könnte man auch mit weißer Folie dann hier so ein bisschen, kann man alles dekorieren und machen. Von mir aus ist das ja immer nur ein Vorschlag für euch, ja, wie man es machen kann, was man machen kann, wer sich so ein Gehäuse zulegen sollte, ja. Da gibt es dann eben die Möglichkeiten, die ich euch aufzählen könnte. Man hätte ja auch, wie gesagt, hier unten einen 240er, hätte man den gar nicht gehabt, den Radiator. Dann wäre hier alles noch schön offen. Dann hätte man es richtig rumdrehen können, das Fenster. Ja, man hätte hier unten einen 240er Radiator gehabt oder oben zum Beispiel. Ja, das kann man ja machen. Hier gibt es eben viele, viele Möglichkeiten bei dem Gehäuse. Ja, und da kann man sich richtig austoben. Also ich finde es mega, ja. Und wenn ich mit 240er arbeiten würde, würde ich unten und oh, da würde ich zum Beispiel mit Schlauch arbeiten, da würde ich gar nicht mit Hardtubes, ja. Oder Hardtubes nach unten und Schlauch dann, wie ich das schon mal gemacht habe, ja, da kann man ja so Adapter machen. Das kann man natürlich dann auch machen. Man macht das ja einmal und dann soll es ja eigentlich gewesen sein, ne? Wie gesagt, das soll ja bei euch Jahre stehen und ihr sollt Jahre Freude dran haben, ne? Also ich finde es einfach nur mega. Es sieht wirklich richtig heiß aus. Ich bin gleich mal gespannt, wenn alles läuft. Wir gehen also rüber und dann gucken wir uns das Ganze an. Wie gesagt, ich mache jetzt hinten noch ein bisschen Kabel, dann kommt der Deckel hinten drauf. Dann sind wir eigentlich fertig. Und dann gucken wir uns das Ganze mal auch an, wie es im Betrieb aussieht. Ja, und wie das Ganze läuft. Darum, bis gleich, meine Freunde. So, meine Freunde, ja, da seht ihr, ist alles angeschlossen, soweit. Es geht wirklich alles über den Deckel hinten raus, das ist wirklich ganz toll. Vor allen Dingen habe ich gesehen, was man hier machen kann. Der Deckel muss gar nicht ganz ab, wenn man jetzt da mal sauber machen will, sondern ich habe das gar nicht gesehen oder zu spät gesehen. Ich zeige euch das nochmal. Man drückt hier hinten einfach drauf, ja, und dann kann man hier das Teil mit dem Staubfilter, ja, einfach abnehmen. Also,
Ist auch nochmal eine tolle Sache. Ne? Also man muss jetzt nicht den ganzen Deckel abnehmen. Hätte ich gar nicht abnehmen brauchen. Ja, also, dann drückt man den hier hinten wieder fest und dann klickt der auch so ein bisschen ein. Das hört man auch. Ja, ja, wie gesagt, und dann ist der auch wieder fest. Also das ist auch eine schöne Sache, finde ich persönlich auch nochmal ganz gut. Vielleicht für einige nochmal wichtig. Ne? Ja, ich hatte schon hier meine Glücksbringer oben drauf gesetzt. Mal gucken, ob die heute Glück bringen. Ja, ich glaube, Strom, alles habe ich drauf. Ja, das ist immer so der erste Start. Das ist immer wirklich, ja, so läuft oder läuft er nicht. Da ist irgendwo ein Lüfter. Oder? Nee. Da ist irgendwo was hochgelaufen. Da haben wir schon den ersten Start. Da sind wir schon. So. Na, aber irgendein Lüfter, der läuft, glaube ich, noch zu hoch. Da müssen wir jetzt gleich mal ins BIOS gehen. Und mal nachgucken. Also Lüfter der Grafikkarte kann man jetzt sehr schön sehen. Auch von vorne, also von hier kann ich die auch sehen. Ja. Jetzt drehen sie mal nicht. Ist ganz gut. Pumpe scheint auch zu laufen. Müssen wir gleich mal gucken. Die Ringe sind an. Alle LED-Sachen sind an. Also sehr schön. Ich nehme euch gleich mal darunter vom Stativ und dann gucken wir mal. Ah, hier kommt schon wieder dieses Windows 11. Windows 10 beibehalten, Update erstmal ablehnen, weiter mit Windows 10. Ja, ich halte von Windows 11 noch nicht so viel. Ich habe es auf dem mobile Book drauf gemacht und ja, bis jetzt alles okay. Habe da keine schlechten Sachen gehört bis jetzt. Also alles scheint okay zu sein, ne? Für die neuesten Sachen. Aber mir geht es um meine Programme, die ich hier drauf habe. Und da habe ich ein Programm zum Beispiel, was angeblich nicht unter Windows 11 läuft. Und ja, das kann ich nicht, das geht nicht. Also, jetzt gehen wir erst nochmal ins BIOS, damit wir hier noch den einen Lüfter oder zwei Lüfter, einer oder zwei laufen hier noch nicht so richtig. Ja, ja, darum müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier ins BIOS kommen. Aber es sieht schön aus, es sieht richtig gut aus. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Ja, hatte sich auch am Anfang angehört, als wenn irgendwo ein Lüfter, ein Kabel drin ist. Dann drücken wir die Entfernen-Taste. So, und da sind wir schon. Ja, ich muss jetzt nochmal gucken gleich. Nicht, dass doch noch irgendwo ein Kabel drin ist. Aber ich sehe eigentlich nichts. Könnte eigentlich nur von oben sein. Weil von der Seite kann es auf keinen Fall sein. So, jetzt gucken wir erstmal hier den Hardware-Monitor. Die Pumpe läuft mit 3000, CPU läuft gar nicht. Warum nicht? Ah! Doch, ich habe Strom drauf. Die Lüfter laufen doch auch. Ah, ich muss in dem Hub, habe ich nicht den ersten belegt. Ich muss hier bei dem Hub den allerersten belegen. Also da muss ich noch ändern. Ja gut, die Pumpe läuft mit 3000. Das machen wir gar nicht. Das machen wir mit PWM und machen da eine gerade Linie. Das heißt, gucken wir mal, wo wir sind. 3100 immer noch. So, 2,9, 2,8. Aber die Pumpe hört man gar nicht. Also man hört da irgendeinen Lüfter. Ach, hier hinten der Vierer hier. Ich sehe ihn gerade, ja. So, die Pumpe läuft mit 2,8 noch. Kann man noch ein bisschen runtersetzen. So, jetzt läuft sie mit 2,7. Gucken, ob sie sich noch einpendelt. Läuft mit 2,7. So, ich hätte gerne mit 2,5. Ja, jetzt 2,5, 2,6, ja. Ja, jetzt läuft sie mit 2,95.
Also das ist wunderbar. Der läuft hier mit 400. Der könnte auch ein klein bisschen höher laufen. So, mit 500, 510, 520, 30, 540. Ja. Und jetzt haben wir den hier. Der steht nämlich noch auf DC. PWM, Smartphone, Smartfan. So, und jetzt ist der leise. Seht ihr? So geht das. Wenn man den nicht richtig einstellt, dann hat man da so einen lauten Lüfter und wundert sich, warum ist der Rechner so laut? Nur schon dieses DC und PWM. Ja, ihr habt gesehen, ich habe nur auf PWM hier. Und dann merkt man schon, aha, da wird der schon viel leiser, der Rechner. Ja, wie gesagt, der kann hier auch so mit 530, 540 laufen. Kurve so ein bisschen einstellen. Hier haben wir 50 Grad. Ab 50 Grad, das ist optimal. Jetzt haben wir beide, der 120er und der 140er, gleiche Umdrehungszahl. Das Teil ist schön leise, die Pumpe läuft. CPU, wie gesagt, muss ich jetzt noch umstecken. Da muss ich jetzt noch mal ran. Erkennt er das, wenn ich jetzt schon umstecke? Ich guck mal, ob ich da hinten jetzt einfach so dran komme. Ich glaube, da muss ich aber auch den Deckel, da muss ich den Deckel dann für lösen. Ja, oder? Nee. Oh, das geht ja so. Oh, guck mal. Ja, da komme ich so dran. So. Dann mache ich den Deckel hier hinten mal ab. So. Und dann muss ich, wisst ihr, ich habe den nicht auf den weißen. Ah, der muss auf den weißen. Der erste muss belegt sein bei dem Hub. So, jetzt kurz umgesteckt und haben wir ein Signal. Ja, haben wir doch Signal. Also, die laufen mit 600, ne, 580. Ja, jetzt haben die auch richtige Signale gekriegt. 600 ist gut. Kann man so lassen. Gehen wir da mal raus. Alles andere stimmt noch. 3200er, XMP haben wir an. Der 3950. Ja, alles gut. F10 und Enter. Ja, und ihr wisst ja, bei den Noise-Blocker-Lüftern ist immer, wenn ich das erste Mal starte, dass die einmal komplett hochfahren und dann wieder runterfahren. Ne? Also die stellen sich dann dementsprechend ein. Ja. So. Alles gut. So. Lass mal gucken. Ja, da sind wir. Der. Wunderbar. Jetzt machen wir direkt mal gucken. Machen wir hier mal den R20, den hätte ich gerne. So, und ich hätte gerne den HW-Info dazu. So, und dann machen wir mal ran. Und dann gucken wir mal, wo wir temperaturmäßig sind. 54, 55, 56. Ja, 56. 56, 5. Also doch 5 Grad weniger wie bei der I.O. 56,9 haben wir jetzt. Also knapp 57. Also mit der I.O. hatten wir 61, noch was. Also 4, 5 Grad. Also ich sag mal so, runde baut 5 Grad. Kann man doch mit einer I.O. hier dann doch noch mehr gewinnen. 5 Grad ist hier eine Custom-Kühlung. Dann noch, kostet natürlich auch mehr. Aber wie gesagt, das hatte ich eigentlich auch schon mal getestet. I.O. zwischen Custom. Es sind so circa 5 Grad, die man sparen kann. Ja. Ne, Punkte haben wir genauso. 9015, manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt immer drauf an. Also wie gesagt, das ist der Cinebench R20. Ne? Manche nehmen ja schon den 23er. Klar haben die dann mehr Punkte. Das ist ja ganz anders. Ne? Also ich nehme meistens hier im Moment noch den R20 für die Tests, damit ich ja den Vergleich habe. Ja, weil die anderen Systeme kann ich ja nicht mehr testen, ne, sind ja weg. Ja, kann ich nicht alle Systeme behalten.
So, also nehme ich dann doch meistens den, den ich vorher auch genommen habe. So, ich habe den R23 hier auch schon drauf, ist gar kein Problem. Das haben wir, und jetzt gucken wir uns mal die Grafikkarte an. Da können wir natürlich auch mal direkt gucken. Wo haben wir ihn? Da unten. Und da hatten wir den 1440 genommen und go. Und da gucken wir mal, was wir hier jetzt für Temperaturen haben. Ja, Lüfter laufen, der Grafikkarte. Wo liegen wir im Moment? Bei 66 Grad. Da gucken wir mal. Ja. Ich glaube, bei dem LC Power Gehäuse, da hatten wir sehr wenig. Ich glaube, 64 oder 67 Grad, irgendwas um die 60 Grad. Ja, müsste man nochmal nachgucken. Ne? Also nochmal Bastelkeller, einen Bastelkeller vorher, ne, mit dem LC Power Gehäuse. Und dann jetzt hier bei dem Thermatec Gehäuse, gucken wir mal. Kommt natürlich nicht so viel Luft rein. Ne? Wir sind bei... Ja, aber hin 76 Grad. Hm? Bis jetzt. Jetzt wieder 75 Grad. Ja, jetzt drehen die Lüfter auch ein bisschen mehr hoch. 75 Grad, das bleibt auch wahrscheinlich. Ne? Ist jetzt ziemlich schon zu Ende. Ja, wir haben, wenn wir uns das hier angucken, er sagt 76 Grad. Ja. Also, man sieht, von Gehäuse zu Gehäuse, wir haben ja dieselbe Hardware jetzt eigentlich, ist es doch ein Unterschied. Ja, das sind bei der Grafikkarte, ich glaube, ja, fast 10 Grad, glaube ich. Ne? Ja, man müsste das wirklich, ich kann ja selber mal nachgucken. Ist ja nicht so, als wenn ich das nicht gucken könnte. Gucken wir mal. Gehen wir mal auf den PC-Bauer. So. Der letzte Bastelkeller, das war hier LC Power, genau. So, überspringen. Gute Leistung. Lüfter noch. Guck mal. Muss ja ziemlich zum Schluss gewesen sein. Da bist du ja weit drüber. Na, jetzt kommt erstmal Werbung. Es gibt zwei Wege, um herauszufinden, ob eine Website unsicher ist. Ja. Über den Browser. Oder die Website. Ich muss auch die Werbung angucken. Ja. Einfach sicher surfen. There's so. No place like Chrome. Nochmal Werbung. Oh, die können wir auch jetzt ausschalten. So. Wie gesagt, wir lassen mal durchlaufen. Geht ja. Da tut sich das super im Preis durch. Da haben wir. So. Mal gucken wir mal selber. Ja, 60 Grad. Kannst du mal durch? Max-Temperatur 61 Grad. 61 Grad? Da steht's. Ja, ich weiß, ihr seht das jetzt nicht, ne? Aber ich kann 61 hier, Grad. Da oben in der Mäuschen ist. 61 Grad und hier haben wir jetzt 76. Das sind genau 15 Grad bei der Grafikkarte. Also da sieht man mal den Unterschied von Gehäuse zu Gehäuse. Also das LC Power Gehäuse ist schon richtig gut, wenn man das so sagen will. Ne? Klar, es muss ja auch einem gefallen. Vielen gefällt es nicht, weil man die Grafikkarte nicht sieht und weil es nur eine kleine Scheibe ist. Ja, ja, aber zurückstecken muss man dann zum Beispiel bei Temperatur. Natürlich, ein Gehäuse vorher, was hatte ich glaube ich davor, war glaube ich das NZXT. Da hatte ich aber auch trotz gutem Airflow auch 74 oder 73 Grad. Ja? Also da sieht man mal, ja, das liegt natürlich an den drei Lüftern, die direkt von der Seite bei dem LC Power noch auf die Grafikkarte blasen. Hier bläst das zwar auch, aber minimal, geht eigentlich an der Grafikkarte schon fast vorbei. Ne? Aber ansonsten, die Temperaturen sind natürlich völlig in Ordnung, also da braucht man sich gar keine Sorgen zu machen. Ja? Also das ist alles im grünen Bereich. Also da muss man gar nicht sich Kopfschmerzen machen oder sonst irgendwas. Ne? Ja, und dann haben wir hier zwei Benachrichtigungen. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Und darum, hier seht ihr nämlich, ne, war ja das gleiche System, nur mit der Artic. Ne? Und jetzt haben wir hier das Thermatec. Und ich muss sagen, optisch
Ja, gefällt mir das Thermatec hier schon ein wenig besser. Ja, ist einfach so, weil einfach, es ist mal was anderes. Wir haben viel Glas, man sieht wirklich sehr viel. Ich nehme euch jetzt mal hier runter. Es wackelt jetzt ein bisschen, ja, also nicht wundern. Ja, also ich habe nicht getrunken, sondern ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier alle Kabel... Ja, da werdet ihr noch besoffen. Ja, schaut mal, wie schön das aussieht. Also das ist schon... Ist schon schön. Also das ist schon wirklich... Ja, also da kann man wirklich auch hier oben die Lüfter, das Licht davon, die LED. Ich sag ja original, also das kriegt man mit der Kamera vielleicht gar nicht so schön eingefangen. Ich versuche mal ganz ruhig zu halten. Ne? Aber das ist schon toll. Vor allen Dingen von allen Seiten. Ich kann jetzt... Die Kabel sind leider nicht so lang. Also auch von der Seite, ja, ich krieg's nicht ganz drauf, kriegt man natürlich vieles mit. Ja. Also das Gehäuse kann auch mitten auf dem Tisch stehen, ja, so dass man von links reinguckt. Ja. Also das kann wirklich stehen, das kann so stehen, wie ich es habe, das kann aber auch links stehen, ja, dass man von links reingucken kann. Also das kann wirklich auch mittendrin stehen, also das ist auch völlig egal. Also hier kriegt man wirklich alles mit. Ja, und man kann es ja wirklich so machen, wie man das möchte. Man könnte, hätte ja wie gesagt unten auch, oben, dann hätte man alles frei gehabt. Also ist schon schön. Ja, also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, meine Freunde. Ja, und ich hoffe euch auch. Ne? Ich setze euch mal wieder hier auf. Mal gucken, hoppala. Na, gehst du zu? So. Ja, jetzt seid ihr wieder richtig drin. Und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, war mir wieder eine Freude, vor allem mit den Hardtubes. Das hat super geklappt, muss ich sagen. Ne, nicht eine Biegung, die irgendwie nicht richtig war. Alles ist dicht, alles läuft. Die Pumpe ist unheimlich leise, muss ich dazu sagen. Also die Apex-Pumpe ist sogar günstiger wie die vorherige. Wie gesagt, ich glaube, die war um die 72 oder 74 Euro, die Apex. Die ich habe jetzt auch zurückbekommen habe, die kostete ja oder kostet im Moment immer noch 84, warum auch immer, ja, oder über 80. Und also da kann man noch mal ein bisschen Euro sparen und man hat direkt gesleevte Kabel, also und ein SATA und kein Molex-Stecker mehr. Ne? Ja, ansonsten super schönes System, gefällt mir richtig gut, ja. Vor allen Dingen auch hier die Beleuchtung, hier einmal den Kranz für Power und einmal die kleine rote, die dann für die HDD da ist. Ja, und wie gesagt, jetzt die Daten und so weiter, USB-Anschlüsse, ja, gefällt mir gut. Man braucht nur von vorne wieder, man hat nichts oben drauf, ist auch wieder eine Sache, was mir gut gefällt. Also rundherum gefällt mir das Gehäuse wirklich sehr, sehr schön. Natürlich hätte man auch eine schöne Luftkühlung einbauen können. Kann man natürlich auch machen. Ja. Hier hätte man zum Beispiel dann bei einer Luftkühlung noch einen kleinen Monitor. Kann man ja auch machen, wer das mag. Ja, wo dann nochmal die ganzen Werte angezeigt werden. Gibt ja so Zusatzmonitore. Ja, die könnte man dann hier auch noch wunderschön unterbringen. Also wie gesagt, man kann viel, viel, viel in dem Gehäuse machen. Ja, man hat viel, viel Platz, auch für Festplatten ohne Ende. Ja, und ja, es ist einfach ein Hingucker. Ja, man muss es mögen. Ich finde es toll. Ja, sehr schönes Teil. Und ich bin zufrieden, das ist wichtig. Und hoffentlich war es für euch auch wieder was Schönes. Meine Freunde, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Ja, wie gesagt, es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und meine Freunde, was sagt der Kalle ganz zum Schluss? Wie gesagt, lasst ein Abo da, da freue ich mich drüber. Bleibt gesund, ganz, ganz wichtig. Und tschüss zusammen.